Sturm gewinnt am Nachmittag in Altach, St. Pölten schlägt Innsbruck. Gestern hat Mira Austria 1-2, Hartberg Salzburg 0-4, Wolfsberg Mattersburg 2-2. Und so sieht die Ausgangsposition aus vor dem letzten Spiel des Tages. Sturm also mit einem wichtigen Sieg im Kampf um Platz 6. Und Rapid ist unter Zugzwang. 5 Punkte Rückstand auf den 6. auf Hartberg. Und den Rapidlern hilft heute eigentlich nur ein Sieg weiter. Ein Unentschieden ist eigentlich zu wenig. Nur ein Sieg ist zu Hause, kann man nicht mit einem Unentschieden zufrieden sein. Rapid hilft nur ein Sieg und besonders in dem Moment, um unter die ersten 6 zu kommen, beziehungsweise näher zu kommen, denn der Abstand, er ist noch nicht so groß, aber man muss aufpassen, es wird von Woche zu Woche immer schwerer. Ja, 5 Bundesligaspiele hat der Rapid bisher unter dem neuen Trainer, unter Dietmar Kübauer, absolviert. Seine bisherige Bilanz, 2 Siege, 1 Remis und 2 Niederlagen. Wie fällt dein erstes Fazit aus, Alfred? Ja, also mein Fazit ist durchaus positiv. Also auch wenn es 2 Niederlagen gegeben hat, Didi hat ja die Mannschaft in einem Zustand übernommen, wo alle sehr verunsichert waren wegen dieser Geschichten auch mit dem Trainer vorher, mit Goran Juricin. Und das hat natürlich, ist nicht unbedingt förderlich, wenn man da zu einer Mannschaft kommt, wo es eine große Verunsicherung gegeben hat. Das heißt, für ihn war es einmal zunächst sehr wichtig, diese Verunsicherung aus den Köpfen zu bringen. Und das, finde ich, ist ihm durchaus gelungen. Ich glaube, dass Rapid jetzt ein wenig anders dasteht als zu der Zeit, wie er gekommen ist. Ich glaube, er hat da sehr gute Arbeit gemacht. Jetzt fehlt es nur mehr, diese Arbeit auch in zählbare Punkte umzusetzen. Und da bin ich ähnlich wie der Hans der Meinung, dass heute 3 Punkte hergehören. Da fährt die Eisenbahn drüber. Ja, immer wieder wird die aktuelle Situation bei Rapid auch mit jener von vor 2 Jahren verglichen, als Damir Kanadi zum ähnlichen Zeitpunkt einer Saison zu Rapid geholt wurde. Welche Parallelen erkennst du zu jener Zeit vor 2 Jahren? Auch damals ist es eher stotternd dann losgegangen für Damir Kanadi. Ich kann keinen Vergleich ziehen mit Kanadi, mit Kübauer. Das geht nicht, weil das sind zwar ganz grundverschiedene Typen. Beim Kanadi, wie soll man sagen, hat es von Anfang an nicht geklappt mit Kanadi. Aus den verschiedensten Gründen, die wir jetzt gar nicht anführen brauchen, weil das hat ganz einfach nicht gepasst und das hat von Anfang an nicht geklappt. Nicht mit den Spielern, nicht mit der Vereinsführung, nicht mit den Fans, mit gar nichts. Beim Didi Kübauer ist es eine andere Geschichte. Der Didi Kübauer ist ein Rapidler, hat eine Rapid-Vergangenheit, eine sehr gute. Und hat sich immer gewünscht, diesen Verein zu trainieren. Jetzt ist es ihm gelungen. Und jetzt muss man ihn ganz einfach arbeiten lassen, eine Wertschätzung jetzt schon zu bringen oder ihn abzuschätzen, wie seine Arbeit ist nach dieser Zeit, wo er jetzt dort ist, ist zu früh und ist nicht angebracht. Auf jeden Fall bin ich auch der Meinung von Freddy. Er hat etwas weitergebracht und jetzt, man wird überhaupt sagen, interessant ist jetzt, nach diesen Trainingstagen, die jetzt waren, nach dem Ländermatch und so weiter, wo er Zeit gehabt hatte, wo er jetzt wieder sagt, die Mannschaft ist frischer, die Mannschaft ist wieder da. Jetzt wäre sehr interessant, heute zu sehen, wie heute die Mannschaft reagiert. Ich erwarte mir, durch das, was man weiß von ihm, dass die Mannschaft ein ganz anderes Gesicht zeigt, wie es war. Bleiben wir trotzdem noch kurz bei Damir Kanadi. Dessen Abenteuer bei Rapid ist ja relativ schnell dann wieder zu Ende gegangen. Mittlerweile arbeitet er sehr erfolgreich in Griechenland bei Atromitos Athen. Und während der länderspielbedingten Ligapause war er in Österreich, um einerseits einen Vortrag vor den österreichischen Bundesliga-Trainern zu halten und andererseits seine Familie in Vorarlberg zu besuchen. Markus Krautberger und Christoph Jochum betrichten. Damir Kanadi auf Heimaturlaub. Die Kirche am Marktplatz in Dornbirn, sie hat was Griechisches. Die Säulen, sie erinnern an Athen. Und das ist ja nicht das Schlechteste. Schließlich läuft's richtig gut bei Atromitos. Der Trainerjob allerdings auch in Griechenland. Ein harter. Wir sind in der 10. Runde, 7 Trainerwechsel in der 10. Runde. Das spricht natürlich auch einiges aus. Und ja, natürlich versucht man sich da auch wieder Richtung größeren Clubs zu orientieren. Das geht aber nur, wenn du Erfolg hast und davon bin ich von meiner Mannschaft immer abhängig. Kanadi arbeitet in Griechenland extrem erfolgreich. So wie einst, in Altach, bevor er dann bei Rapid scheitert.
Ich denke, die Erwartungshaltung war eine große, weil es damals ja so war, dass ich sehr erfolgreich gearbeitet habe als Trainer. Damit war die Erwartungshaltung auch sehr, sehr groß. Das ist nicht eingetroffen. Die paar Monate bei Rapid für Kanadi frustrierend, dass es auch seinen Nachfolgern nicht viel besser ergeht. Ein schwacher Trost. Ich denke, der Verein kommt jetzt irgendwann mal drauf, dass es vielleicht nicht immer nur an den Trainern liegt. Ich sage immer, es kann einer schlecht, es können zwei schlecht sein, vielleicht auch drei. Aber ich glaube, jetzt reden wir schon um 4, 5, 6 und 7. Und ich denke, das sind Dinge, die muss der Verein für sich selbst entscheiden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich denke, der Verein muss einfach vergessen, auch das in der Vergangenheit zu leben. Ich denke, die Vergangenheit, die ist nicht mehr einzuholen. Das nach vorne zu schauen, wenn man einen kleinen Rat dem Verein geben kann, ist es das vielleicht. Die Situation von Didi Kübauer vergleichbar mit jener von Damir Kanadi, damals im Herbst 2016. Auch Kübauer hat mit einem kleinen Verein überrascht, in St. Pölten das Maximum rausgeholt. Jetzt reiht er sich ein in die lange Liste jener Trainer, die bei Rapid in letzter Zeit versucht haben, erfolgreich zu sein. Jetzt ist es im Kübauer. Ich hoffe, dass es ihm besser gelingt als uns. Ich denke, jeder Trainer versucht dann der Trainer zu sein, der das versucht, ihn in die richtige Richtung zu biegen. Und der schafft, der wird dann ganz oben stehen. Das ist ganz einfach so. Und derer Herausforderung haben sie wie alle gestellt, denke ich. Und zumindest war es mein Bestreben. Ich wollte einfach auch diesen positiven Drive in den Verein. Ich bin dorthin gegangen, um etwas zu gewinnen. Kanadi ist so einer, der immer gewinnen will. Der Heimaturlaub längst abgehakt. Für ihn geht es heute Abend gegen Olympiakos Piräus um die Fortsetzung seines griechischen Traums. Und für Rapid geht's gegen den LASK. Lebt Rapid so sehr in der Vergangenheit, wie Damir Kanadi meint? Möglicherweise, ja. Ich habe sehr, sehr interessiert zugehört. Wenn das stimmt, was er sagt, dass es nicht immer am Trainer liegt und überhaupt nicht an die Trainer liegt, dann liegt es an der Mannschaft. Dann frage ich mich, wer hat diese Mannschaft zusammengestellt? Verschiedenste Sportverantwortliche in den vergangenen Jahren, würde ich meinen. Er spricht von 6, 7 Trainern, nehmen wir die letzten 3, 4. Er sagt, die Trainer sind nicht schuld, man kommt jetzt drauf oder man sollte drauf kommen, dass die Trainer nicht schuld sind. Dann ist schuld die Mannschaft, das heißt, die Spieler sind zu schlecht, haben zu wenig Qualität. Was der Qualität ist, wieder das zu wenig können. Das ist die Frage dann, wer hat diese Spieler geholt, die vielleicht zu wenig Qualität haben. Darüber reden wir dann vielleicht in der Pause mit dem sportlich Verantwortlichen bei Rapid, mit Freddy Pickel. Die Gegenwart für Rapid heißt jetzt auf alle Fälle LASK. Und Jörg Künne spricht vor dem Spiel jetzt mit dem aktuellen Rapid-Trainer, mit Dietmar Kübauer. Pflichtsieg. Was fängt Dietmar Kübauer heute mit diesem Begriff an? Na, war ganz gut, wenn man einen Sieg erfahren. Sollsieg. Ja, es war wichtig für die Mannschaft, für den Kopf und natürlich für die Tabelle auch. Wie legen Sie es denn an nach einer, wie man hört, richtig guten Trainingswoche? Grundsätzlich ist es einmal schön gewesen, dass wir wirklich trainieren können. Und das Resultat sollte man das sehen. Also wir werden sicher frischer sein wie die letzten Spiele. Und ist ja notwendig heute gegen eine physisch starke, kompakte Mannschaft. Und wenn wir da nicht am Platz sind mit Kopf und Körper, dann wird es zu wenig sein. Philipp Schobesberger. Was kann er, was darf er, was soll er? Was muss er heute? Schobi soll das tun, was er immer können hat. In der Offensive natürlich aufgrund seiner 1-1-Situation wirklich wertvoller Spieler, durch sein Tempo sehr wertvoll. Aber natürlich muss er auch den Weg nach hinten suchen, das was vielleicht in der Vergangenheit nicht immer der Fall war. Aber er ist Offensivspieler und er soll unser Offensivspiel beleben natürlich. Könnte ihn hämmern auch etwas heute? Ob ihn was hämmern könnte? Inwiefern hämmern? Nein, es war schon sehr viel von ihm die Rede. Nein, also keine Minuten. Ich glaube, es wäre jetzt falsch, wenn man jetzt sagen würde, Schobi, du bist jetzt da und du musst jetzt das Spiel gewinnen. Ich glaube, es sind noch 10 andere Spieler mit ihm am Platz, die gemeinsam versuchen müssen, das Bestmögliche abzurufen. Und natürlich, wenn der Schobi gut drauf ist, bin ich überzeugt, wird sich das auf die anderen Spiele auch übertragen. Also ich denke, er ist ein wertvoller Spieler, aber sollte es heute nicht so bei ihm funktionieren, bleibe ich trotzdem ruhig. Vielen Dank. Philipp Schobesberger, also erstmals bei Rapid in dieser Saison in der Startelf. Was kann er den Hüttl davon bringen? Naja, es ist schon so, dass er alleine natürlich auch nur aufgrund seiner Möglichkeiten operieren kann. Er braucht schon das Drumherum auch. Aber, das gebe ich zu bedenken, er kommt auf einer Position zum Spielen, so wie es ausschaut, links im vorderen Bereich. Mhm. Da kommt er dann auf einen Ramftl, der selber eigentlich so schnell ist wie er auch phasenweise. Das heißt, wir werden heute sehr viele Duelle sehen, die mit Schobesberger und Ramftl zu tun haben. Und wenn Schobesberger es schafft, über Ramftl drüber zu kommen, Ramsebner von seinem
von seinem Naturell her, ist auch viel langsamer, wird dann nicht mehr eingreifen können. Das heißt, ich glaube, die entscheidende Möglichkeit für Rapid wird sein, ob Schobesberger über Ramftl drüber kommt. Wenn das der Fall ist, dann wird es sicherlich im Strafraum zu einigen brenzligen Situationen kommen. Ja, seit dem Wiederaufstieg des LASK hat Rapid einmal die ersten 5 Spiele gegen die Oberösterreicher allesamt gewonnen. Aber dann kam der 19. August dieses Jahres und da gab es in Pasching einen 2:1-Sieg des LASK. Das entscheidende Tor gelingt Philipp Wiesinger in der 89. Spielminute. Mittlerweile liegen 10 Punkte zwischen den beiden Teams. Warum ist der LASK in dieser Saison, Hans, um so viel besser als Rapid? Weil der LASK sehr konstant gespielt hat, sehr viele Punkte gemacht hat, sehr gut gespielt hat, sehr viele Spiele gespielt hat, sehr modern gespielt. Schon jetzt durch die einigen Jahre vom Glasner bei LASK, der dort seine Art Fußball zu spielen durchgebracht hat. Die Spieler das verstehen, der Club das versteht und die haben eine sehr gestandene Mannschaft, die schon einige Zeit zusammenspielt und richtig modernen, guten Fußball spielt. Ja, wenn heute etwas gegen den LASK spricht, dann die Tatsache, dass dieses Spiel in Hütteldorf stattfindet. Oliver Glasner und Hütteldorf, das ist beileibe keine Liebesbeziehung. Er hat alle seine ersten 4 Bundesliga-Auswärtsspiele bei Rapid verloren. 2 mit Ried, 2 mit Rapid. Dazu gab es auch noch eine Pflichtspielniederlage im Cup. Und in diesen 4 Auswärtsspielen blieb Glasners Mannschaft auch immer ohne Torerfolg. Und als Spieler konnte er mit Ried in 26 Bundesliga-Auswärtsspielen bei Rapid nie gewinnen. Also vielleicht wäre es für den LASK besser gewesen, der Trainer wäre heute zu Hause geblieben. Nein, das ist sicher nicht der Fall. Statistik. Wir haben heute schon einmal die Situation gehabt zwischen Altach und Sturm, dass also Sturm immer ein Gegner ist, den Altach nicht besiegen kann oder dass Sturm in den meisten Fällen eben gewinnt. Und hier haben wir eine ähnliche Situation. Nur, und das ist das große Nur, wir haben mit LASK zurzeit eine Mannschaft, die, wenn wir jetzt Salzburg wegschieben, aus meiner Sicht die zweitbeste Mannschaft ist in Österreich. Also in dem Fall, wenn wir Salzburg wegschieben, die beste Mannschaft. Daher, das wird heute sehr interessant, weil ich glaube, Rapid wird Probleme kriegen, wenn der LASK das Spiel macht mit sehr giftigem Attackieren, sehr hoch attackieren wird und dann die Ballgewinne zu verwerten versucht. Also ob da Rapid die Antwort darauf findet, also das wird eine sehr spannende Angelegenheit. Der LASK-Trainer Oliver Glasner vor dem Spiel im Gespräch mit Jörg Kühne. Oliver Glasner zu Gast bei Rapid. Was sagt uns das? Ein neuer Anlauf, dass wir endlich als Sieger hier vom Platz gehen. Ja, aber heute auch mit einem eigentlich ganz einem guten Gefühl, weil wir, ja, ich glaube, der LASK überhaupt schon sehr, sehr lange nicht mehr gegen Rapid gewinnen hat können. Und dann haben wir es zu Hause geschafft. Und ja, jetzt wollen wir es halt auch hier im Allianzstadion schaffen. Was wird denn das für ein Spiel heute? Intensiv, zweikampfbetont, ich denke sehr, sehr schnell und erwarte heute ein sehr, sehr rassiges Match. An Dominik Frieser kommen Sie nicht mehr vorbei. Was haben Sie dem eingebläut vor diesem Match? Ach, gar nichts Besonderes, sondern hoffe, dass er den Schwung einfach mitnimmt vom letzten Spiel, aber auch von den letzten Wochen, den Trainingsleistungen, die er gezeigt hat. Aber ich denke, dass wir heute eine geschlossene Mannschaftsleistung brauchen, auf einem sehr, sehr guten Niveau von uns. Müssen sicherlich sehr, sehr viel investieren. Rapid wird das Spielfeld breit machen mit ihren Flügeln, mit Schobesberger, mit Murg, dann versuchen 1-gegen-1-Situationen. Das wollen wir eigentlich schon im Keim ersticken und dann die Räume, die uns Rapid ganz bestimmt auch dann gibt, bestmöglich ausnutzen. Sage ich herzlichen Dank. Also, Oliver Glasner versprüht Optimismus. Was werden gleich die entscheidenden Faktoren sein in diesem Spiel? Entscheidend wird sein, was Rapid für ein Gesicht zeigt, ob Rapid von der Körpersprache, von den Spielern her, von der Frische her, von Anfang an zeigt, dass sie zu Hause sind und dass sie das Spiel unbedingt gewinnen wollen. Dann wird es ein sehr, sehr interessantes Spiel, weil der LASK wirklich kein leichter Gegner ist, besonders in der jetzigen Zeit. Und dann wird es ein sehr interessantes Spiel. Im Fredl-Chatbot hast du auf einen 2:1-Sieg von Rapid getippt. Wie muss Rapid auftreten, um gegen den LASK allerdings nicht den nächsten Tiefschlag zu kassieren? Zum einen, man darf, wenn der LASK giftig die Verteidiger vielleicht sogar schon an Bord, nicht die Nerven verlieren und nur mehr Bälle wegdrischen. Rapid muss trotzdem versuchen, konstruktiv den Ball in den eigenen Reihen halten. Warum? Weil es
trotzdem so ist, dass einige hervorragende Einzelspieler in den Reihen von Rapid sind. Ich denke da an Murg, ich denke da auch an, auch wenn er keine Form hat, noch immer, an den Denialer natürlich. Also das sind Fußballer, die können ja was mit dem Ball. Aber wenn der Ball nur durch die Gegend geschossen wird, weil man unter Druck kommt, dann wird es schwierig. Rapid muss also eine Antwort haben auf das Pressing vom LASK. Wird auf alle Fälle eine hochinteressante Partie. Die Frische ist wieder da, hat Rapid-Trainer Dietmar Kübauer vor diesem Spiel gesagt. Naja, recht hat er, zumindest was das Wetter betrifft. Willkommen an einem fröstelnden Sonntagnachmittag Ende November im Allianzstadion hier in Wien-Hütteldorf. Die Partie Rapid gegen LASK steht unmittelbar bevor. Knapp 20.000 Zuschauer werden sich hier bei Spielbeginn eingefunden haben. Eine Riesenabordnung aus der Linzer Stadt ist da. Der LASK ist wieder modern und das ist gut so. 5:1 vor zwei Wochen gegen die Admira, nachdem es zuvor mit dem Gewinnern ja nicht so geklappt hat. Also die Brust sollte wieder breiter sein. Dazu noch zwei U21 Teamhelden in der Mannschaft. Einer davon hier rechts im Bild, Torhüter Alexander Schlager. Ganz anders die Situation bei Rapid. 1:3 vor zwei Wochen in Wolfsburg. Trainer Didi Küber muss seine Mannschaft im Vergleich zu diesem Spiel in Kärnten verändern. Denn Christoph Knasmüller steht unmittelbar davor, Vater zu werden, ist heute nicht mit dabei. Denialer kommt in die Startformation. Ebenso wie Philipp Schobesberger, der in Wolfsberg ein Kurz-Comeback gegeben hat. Ivan fällt wegen einer Oberschenkelzerrung aus. Ja, und in der Abwehr begrüßt Rapid den verteidigenden Torjäger Mario Sonnleitner zurück. Der ist wieder fit, ersetzt Bernd Müldür. Große Erwartung wieder mal in Wien-Hütteldorf. Beim augenblicklichen Stand der Dinge liegt Rapid 10 Punkte hinter Kübauers Ex-Club, hinter dem SK in St. Pölten, der heute also den ersten Erfolg unter Trainer Ranko Popovic gefeiert hat. Der Schiedsrichter kommt aus dem Salzburger Land, einst Bürmoos, jetzt Seekirchen. Sebastian Gieshammer, der 30-Jährige, in seinem 6. Saisonspiel, assistiert von den Herren Riedl und Staudinger. Alles Gute. Er ist so ein netter Mensch, hoffentlich entscheidet er auch immer richtig. Dieser Satz kam Kübauer bei der Pressekonferenz über die Lippen. Ja, es begab sich also am 19. August, als Oliver Glasner erstmals als Bundesliga-Trainer einen Sieg gegen Rapid feiern konnte. Im Vergleich zum 5:1 gegen die Admira vor zwei Wochen gibt es Umstellungen. James Holland ist nach Gelbsperre wieder zurück. Daher rückt Philipp Wiesinger auf seinen angestammten Platz in der Abwehr zurück. Pogatetz bekommt einen Sitzplatz und Christian Ramsebner ist wieder fit. Er verteidigt heute anstelle von Markus Wost. Dem LASK ist das zuletzt im Mai des Jahres 2000 gelungen. Also vor 17,5 Jahren. Für Kübauer ein Heimspiel, das ist wohl gut so, denn seit er Rapid-Trainer ist, haben die Grün-Weißen zu Hause eine gute Bilanz, ungeschlagen und noch ohne Gegentor. An die Arbeit, meine Herren, Rapid in Weiß und Grün in dieser ersten Hälfte von rechts nach links. Und ein gutes Rezept gegen den LASK war in der jüngeren Vergangenheit, sehr früh anzupressen, die Linzer irgendwie zu nötigen, lange per Passbälle möglichst hoch in die Spitze zu spielen. Das ist etwas, was dem Team von Oliver Glasner nicht so behagt. Thomas Geuginger, das also erstmals in den ÖFB-Teamkader geschafft hat, zum Einsatz ist er nicht gekommen. Und da der erste Abschluss von Peter Michorn. Es ehrt ihm, dass er diesen Ball volle genommen hat. Allerdings
von Torgefahr war da noch nichts zu spüren. Aber die Stimmung ist greifbar. Sie ist zu hören. Schauen wir mal, wie lang. Bolingoli mit einem technischen Fehler. Nicht mehr und nicht weniger. Lask versucht natürlich auch sofort drauf zu gehen und es hat schon mal funktioniert. Ziemlich leichtfertiger Rapid, Ballverlust. Aber Sonnleitner und Strebinger machen da wieder alles gut. Trauner auf Ramsebner, der zurück auf Alexander Schlager. Ja, Kontinuität ist ein großes Wort beim Lask. Sie haben sicher mitbekommen, einige Verträge wurden bereits vorzeitig verlängert, jener von Gernot Trauner auch. Und dieser Mann ist unglaublich wichtig. Spielt nicht nur die meisten Pässe beim LASK, sondern fängt auch die meisten Bälle ab, wie hier auch gut zu erkennen war. Ja, der Pass kommt allerdings beim gegnerischen Torhüter an. Christopher Dibon gemeinsam mit Mario Sonnleitner, also das ideale Innenverteidigerpaar für Dietmar Kühbauer. Mateo Baraj, der kroatische Neuzugang, hat augenblicklich ganz schlechte Karten. Und das kommt nicht von ungefähr. Schwab, der spielt die meisten Pässe bei Rapid und der war richtig gut. Schobesberger, da hat dann Ramsebner doch noch den Blutzer dazwischen halten können. Dejan Ljubicic, sein jüngerer Bruder, hat heute das Spiel in St. Pölten entschieden mit dem 2-0. Und damit deren etwas voraus, denn der hat in dieser Saison noch nicht getroffen. Oh, Ramsebner ein wenig schlampig hier gespielt. Schau, Victor hätte allerdings auch den Ball viel entschlossener entgegengehen können. Alexander Schlager, der also alle Kritiker überzeugt hat, ich war auch einer davon, ob er es wirklich schafft, in diese großen Fußstapfen, im wahrsten Sinne des Wortes, die Pavao Pervan hinterlassen hat, reinzukommen. Die Saison hat ja für ihn nicht gerade glücklich begonnen mit dem Eigentor in Salzburg. Mittlerweile aber eine richtig fixe Größe unter den österreichischen Bundesliga-Torhütern. Für sich gutes Pressing der Linzer, aber Schwab hat das mit einer sehr interessanten technischen Lösung zugunsten seiner Mannschaft gekippt. So, jetzt waren viele Rapidler in der Vorwärtsbewegung. Lask versucht zu kontern, der Pass von Golginger war gut gemeint, aber letztlich für Frieser nicht erreichbar, weil Strebinger da mitgespielt hat. Jetzt spielt Sonnleitner gegen Frieser mit. Ja, Bolingoli läuft sich da in einen richtigen Wirbel rein. Sonnleitner. Das hätte man auch etwas besser klären können. Foul Bolingoli. Eine willkommene Freistoßgelegenheit für den Gegner.
Golginger mit rechts oder Michael mit links? Das ist jetzt die Frage. Es macht Michael. Ja, von der Idee her ganz in Ordnung. Von der Ausführung letztlich nicht. Und die zaghaften Eckball-Reklamationen der Linzer interessieren den Schiedsrichter überhaupt nicht. Richard Schrebinger will da jetzt kein Risiko eingehen, verzichtet auf den konstruktiven Aufbau, versucht es mit dem weiten Abschlag und der Ball kommt postwendend zurück. Maximilian Ullmann. Ja, da kommt der Frieser fast noch ran, war selbst überrascht, dass da sowohl Dibon als auch Bolingoli eher seltsam reagiert haben. Also Rapid jetzt doch schon mit einigen Unsicherheiten im Defensivverbund, die allerdings noch nicht bestraft wurden. 7 Minuten absolviert, der nächste Schienbeinbruchpass. Michael mit Übersicht auf Golginger. Diesmal Bolingoli ohne Foulspiel. Jonas Berger, wunderbar gespielt. Der ist nicht gehemmt, der ist hemmungslos. Andrija Pavlović. Und da drüben kommt zwar noch Thomas Muck, kommt aber erst über den Umweg Rams Ebner an den Ball. Murk, ja, wenn es ein Torschuss war, wenn er als solcher gedacht war, damit kann man einen Alexander Schlager nur in einem von 999 Fällen überraschen. Ja, schaut immer auf, was ist, macht der Torhüter? Ich denke schon, dass er den Ball auf die kurze Kreuzecke schießen wollte, der Herr Murk. Diesmal mit einem Fehlpass. Gleiches gilt für Ranftl, der auch noch irgendwie versucht, in dieses Spiel reinzufinden. Aber Stefan Schwab hat jetzt schon zweimal gezeigt, wie es funktionieren kann bei Rapid. Zwei hervorragende Steilpässe. Der erste für Schobesberger, der zweite für Pavlović. Damit hat er eine ganze Reihe von LASK-Spielern mit einem Satz zu Komparsen degradiert. Schobesberger sofort unter Druck gesetzt mit dem Ballverlust. Oliver Glasner signalisiert seinen Spielern immer wieder, sie sollen weiter rausrücken, nicht zu tief stehen, den Gegner früher attackieren. Jetzt attackiert Ranftl allerdings per Foulspiel. Als Spieler hat übrigens Oliver Glasner sein allererstes und sein allerletztes Bundesligaspiel für Ried gegen Rapid gemacht. Beide hat er nicht verloren. Also irgendeine positive Bilanz ist ja da doch noch zu finden in dieser ganzen Trauma-Geschichte. Genialer. Und sofort die Hilfe für Wiesinger in der Person von Ranftl und schon ist es um den Ballbesitz Rapid geschehen.
Thiemann wird jetzt wohl den Wechselpass spielen. Genau das macht er auf Potzmann. Allerdings auch gleich wieder von Ullmann angelaufen wird. Der Sonnleitner mit diesem Diagonalen gedacht für Schobesberger, allerdings für den nicht erreichbar. Es ist nicht so einfach für beide Teams hier den Ball flach zu halten, da gibt es wenig Spielraum. Und die Kicker von Rapid als auch jene von LASK sehr nah dran, immer am jeweiligen Gegenspieler, der Ballführende meist gleich von zwei Gegnern attackiert. So mag das Ganze hier ein wenig hektisch und unstrukturiert ausschauen, ist es aber nicht. Das war vielleicht etwas hektisch. Freddy Bickel, über dessen Zukunft auch sehr viel spekuliert wird, der Herr Sportdirektor des SK Rapid, wird zu uns und natürlich vor allem zu Ihnen, werte Zuseherinnen und Zuseher, in der Halbzeit dieses Spiels sprechen. Morgen gibt es ja die Mitgliederhauptversammlung. Vielleicht lässt da auch der Herr Präsident etwas über seine persönliche Zukunft aus. Gibt es heute keinen Sieg, könnte Rapid eine frostige Woche bevorstehen. Morgen stimmungsmäßig und am kommenden Donnerstag, was die Temperaturen betrifft, beim Europa League Auswärtsspiel gegen Spartak Moskau. Moskau meldet heute minus 9 Grad. Ljubicic meldet sich mit einem Fehlpass und hat aber Glück, dass Potzmann das Ganze ausbügeln kann. Ja, Stefan Schwab übernimmt wieder die Verantwortung. Der nächste sehr gute Pass von ihm. Schobesberger auf der Suche nach den Jala. 14 Minuten gespielt, es gibt den ersten Eckstoß. Beim bislang letzten Liga-Heimspiel hier hat Rapid zweimal auf einem Corner getroffen. Beide Male durch Mario Sonnleitner. Diese Ecke schießt Schobesberger, schießt sie gut. Schlager und Trauner da in Personalunion Richtung Ball unterwegs. Eine Viertelstunde hier absolviert. Rapid hat eine optische Überlegenheit mit mehr Ballbesitz, aber auch Dietmar Küber hat ja erkannt, dass viel Ballbesitz in der eigenen Hälfte nicht unbedingt förderlich für das Offensivspiel ist. Jetzt ist der Geuginger weggegangen, der wusste, dass er in Abseitsposition war. Frieser, was für meinen Geschmack eigentlich auch, aber Schiedsrichter Gieshammer entscheidet hier auf Foulspiel. Es waren übrigens beide nicht im Abseits, den Poligoli habe ich völlig übersehen. Aber eben diese Attacke von Pavlovic an Ramsebner führt zum Freistoß, führt zu einem fassungslosen, eingefrorenen Dietmar Kübauer und in letzter Konsequenz zum ersten Eckstoß für den LASK.
Rapid hat sämtliche Feldspieler in den eigenen Strafraum zurückgezogen. Ecke Michael. Ja, und obwohl da so viele weiß gekleidete Herren waren, gab es eigentlich eine riesen Kopfballchance. Wenn Sie mal schauen, Frieser kommt da mit richtig Tempo daher. Dann kommen natürlich auch noch zwei andere, wie zum Beispiel Holland. Aber der dreht sich dann im entscheidenden Moment hier ein. Die Chance, an den Ball zu kommen, war auf jeden Fall da. Jetzt kommt Pavlovic, verfolgt von Wiesinger. Pavlovic! Und da war Schlager noch dran. Die erste hundertprozentige Torchance dieses Spiels nach 17 Minuten. Toller Pass von Bolingoli. Der Lask steht eben hoch. Wiesinger kommt da gerade noch hinterher, um Pavlovic zumindest bei diesem Abschluss ein wenig irritieren zu können. Dann ist es der linke Daumen von Alexander Schlager, der dem Ball hier noch eine entscheidende Richtungsänderung gibt. Ja, dieses weiter rausrücken, höher verteidigen, birgt natürlich die Gefahr, dass der Gegner mit einem Steilpass die gesamte Abwehr aushebeln kann. Wie in diesem Fall passiert. Und der Pavlovic bleibt weiter ohne Bundesliga-Tor. Sebastian Giesamer jetzt mit einer unfreiwilligen Vorlage für Stefan Schwab. Ja, diesmal geht der Ball weit an Schobesberger vorbei. Alfred Tata hat ja die Frage aufgeworfen, kommt Schobesberger über Ranftl drüber? Naja, Boxspringen haben wir hier nicht, aber einmal ist er schon an Ranftl vorbeigekommen. Rapid versucht offensiv auch sehr viel über den linken Flügel. Linker Flügel. Da war eigentlich hier nur noch eine Frage der Zeit, bis der Ballverlust der Linzer zustande kommt. Auch die Entscheidung war richtig, hier auf Freistoß für Rapid zu entscheiden. Es ist kein ruppiges Spiel. Es gibt das eine oder andere kleine Foul, auch zum richtigen Zeitpunkt, um einen möglichen Spielfluss des Gegners zu bremsen. Ein bisschen mal über rechts, über Potsmann und Ala. Ja, Doppelpass der Güteklasse Y schlägt fehl. Michael gegen Sonnleitner. Ein sehr energisches Tackle von Mario Sonnleitner. Dafür gibt es Applaus von den Rapid-Fans und Buhrufe von jenen des LASK. So. Ball gespielt, natürlich auch den Gegner, aber wir spielen ja hier Fußball und nicht Tennis. Das blinde Vertrauen bei Holland da. Also die technischen Fehler, die den Linzern bei hohem Tempo hier passieren, verhindern schon den einen oder anderen vielversprechenden Angriff. Philipp Schobesberger ist ja ein gebürtiger Linzer,
hat mit dem Kicken auch im Nachwuchs des LASK begonnen. Er sich dann nach Pasching bewegt hat, um von dort aus eine große Karriere zu starten. Schon mal mit dem österreichischen Cupsieg und dem Wechsel in die Bundesliga zu Rapid fortgeführt wurde. Jetzt hätte Golginger gerne einen Freistoß knapp außerhalb des Strafraums gehabt. Schiedsrichter sagt nein, Assistent sagt nein. Was sagt die Zeitlupe? Zeitlupe sagt abseits von Golginger und ein ganz leichter Kontakt seitens Bolingoli. Wird's jetzt doch ein wenig rascher. Ja, also Handspiel, Bolingoli unstrittig, aber was Ramsebner dann mit dem beinahe durchgestreckten Bein an der Brustwarze von Bolingoli veranstaltet hat, ist auch nicht gerade im Rahmen des Regulativs. Direkt gut gespielt mit Tempo. Schobesberger diesmal nicht der Weg nach außen, sondern der Weg nach innen. Und da ist Murk. Alla hat kein Interesse daran, den auslaufenden Ball noch zu erlaufen. Richtig gut gespielt von Schwab zunächst, dann auch von Schobesberger. Und wieder ist dieser Schlager ein Hit. Wenig auf Mario Sondleitner bei Ecken für Rapid. Der geht wieder Richtung zweite Stange, aber so weit kommt der Ball nicht. Schau, Viktor bringt Rapid erneut in Position. Also das gefällt dem geneigten Fan hier, vor allem auf der Südtribüne, wo sich ja der Block West eine neue Heimat geschaffen hat, nicht wirklich. Viel Risiko, dieser Pass von Schobesberger, war leicht zu erkennen für Frieser. Oh, diesmal kein faires Tackle von Sonnleitner, das war ein Foulspiel und eines, für das es auch die gelbe Karte gibt. Ja, die hat er sich irgendwie verdient, der Super Mario. Zum Glück gab es keinen Schwerverletzten. Ranftl. Ja, scharf, aber ohne Präzision. Also der LASK wurstelt ein wenig bei den Offensivaktionen. Rapid ist da wesentlich konkreter. Und hatte nicht umsonst schon zwei richtig gute Torgelegenheiten. Für Mario Sonnleitner übrigens die allererste gelbe Karte in dieser Spielzeit. Dieser Rapid-Angriff wird durch eine Abseitsposition gestoppt. Andrija Pavlovic
nicht weit, aber weit genug vorne, um Andreas Staudingers Fahne in die Höhe gehen zu lassen. Das sind genau diese Passbälle, die dem LASK nicht so behagen. Diese Pseudospieleröffnung eines Abwehrspielers aus dem eigenen Halbfeld irgendwie nach vorne und dort auf einen Fußballgott oder sonst wen zu hoffen. Der LASK ist dann gefährlich, wenn er mit Tempo und dem Ball flach haltend Richtung gegnerisches Tor kommt. So wie jetzt Jean-Victor. Der zweite Abschluss der Linzer, der erste, der auch aufs Tor von Richard Strebinger kommt. Gute Schussposition, schwacher Abschluss. Das ist ein Foulspiel von Gernot Trauner, für den Schiedsrichter nicht. Rapid kommt mit Bolingoli. Schobesberger elegant. Und dann Ramsebner humorlos. Okay, also auch Aller klammert da im Basketball. Wäre das ein Offensivfoul im Fußball? Eher im Zweifel gegen den Verteidiger. Aber bitte. Die nächste Ecke für Rapid. Von links wieder Schobesberger. Diesmal kurz mit Murk. Also so kann man auch herzlich wenig aus einem Eckstoß rausholen. Der sehr viel unterwegs ist, auch immer wieder den Ball fordert und sich jetzt möglicherweise eine Adduktorenverletzung zugezogen hat. Der kreuzt da vorne links, rechts, dass es eine Freude ist, hebt immer wieder den Arm, nicht wegen dieser möglichen Verletzung, sondern weil er angespielt werden möchte. So richtig gut gelungen ist das heute allerdings erst einmal nach dem Steilpass von Stefan Schwab. Apropos Schwab, hier von Ramftl umgehauen. Währenddessen beobachte ich Pavlovic weiter. Dass das ein Foul von Ramftl war, ist unstrittig. Also der erste stechende Schmerz dürfte überstanden sein. Er bewegt sich eigentlich wieder halbwegs normal. Jetzt viel Platz für Thomas Geuginger. Mit Dibon vor sich. Und genau dieser Dibon verhindert die Flanke. Eine halbe Stunde gespielt. Rapid hat hier fast 60% Ballbesitz. Bei den Zweikämpfen sind die Linzer weiter vorne. Und jetzt kehrt der Schmerz bei Andrija Pavlovic zurück. Da ein Schritt in eises Kälte, der nicht gut tut. Und ich fürchte, das war's für Pavlovic, für den Serben am heutigen Sonntag. So wie er den Kopf schüttelt, bedeutet das, das wird nicht weitergehen. Das ist sein Ersatzmann, Veton Berisha, der bei der 1:2 Niederlage in Pasching am 19. August seinen einzigen Saisontreffer erzielt hat. Alles Gute an den Serben Andrija Pavlovic.
wird wohl bedeuten, dass Deni Haller jetzt die Mittelstürmerposition übernimmt. Rapid auf jeden Fall mal kurzfristig in Unterzahl am Werk. Er sucht da selbst den Weg in den Strafraum, der ist dann blockiert. Holland auf Ranftl, der steht im Abseits. Also in der Entstehung war das wieder ein typischer LASK-Angriff mit einem Ballkontakt pro Spieler, da zwei Gegner ausmanövrieren, aber dann ist Golginger schon mit dem Ball zu lange gelaufen. Pavlovic hat jetzt einen längeren Weg in die hoffentlich geheizte Kabine für ihn, also Beton Berischer, der jetzt die Position auf dem rechten Flügel einnimmt. Thomas Murk wechselt ins Zentrum, dorthin, wo Deni Haller bis jetzt gespielt hat. Und Haller darf sich als Speerspitze versuchen. Das ist ein interessanter Zweikampf zwischen Wiesinger und Murk. Den man im Bedarfsfall auch mal mit einem Freistoß pro Rapid hätte ahnden können. Spielverlagerung. Schobesberger, Bolingoli hinterläuft da, bekommt den Ball. Wollte durchstecken auf Murk, es blieb beim Versuch. Sonnleitner voll gefordert, versucht das elegant zu lösen. Zum Glück hat er dann die Unterstützung seines Innenverteidigerpartners Christopher Dieborn. 35 Minuten gespielt. Ganz eine interessante Geschichte aus der Abteilung Archiv. In den 5 Bundesliga-Duellen mit Rapid seit dem Aufstieg des LASK kommt in Linz in der ersten Hälfte keinen Treffer erzielt. Es schaut irgendwie danach aus, als sollte sich das auch heute fortsetzen. Ja, mittlerweile ist es nicht nur recht frisch im Westen Wiens, sondern auch ein wenig feucht. Beiden Mannschaften steckt auch die intensive Anfangsphase hier wohl in den Knochen. Denn wenn Sie mal schauen möchten, so rigoros wird auf beiden Seiten nicht mehr gepresst wie über die ersten, na ja, gut 20, 25 Minuten.
Rapid versucht da jetzt auch gut in dieser Einstellung zu sehen, das Zentrum komplett dicht zu machen. Den Lask auf die Flügel rauszuzwingen. Und was die Offensive betrifft, sind Ranftl und auch Ullmann eigentlich bekannt für ihre Flügelflitzereien noch nicht so wirklich ins Spiel gekommen. Ist eine Zier. Streminger merkt, da stellen drei Linzer die Passwege in der Rapid-Hälfte zu und entscheidet sich dann eben wieder mal für einen langen Abschlag. Hier der Bildbeweis für die Feuchte in Hütteldorf. Wie der Kollege Leitner so schön sagt, ach, die Feuchte könnten die morgen gar nicht. Da wird mir sowas von kalt in die Füße. Um dann noch einen Satz dran zu hängen, den ich Ihnen allerdings erspare. Sebner schaut mal, ob sein Trikot schon feucht genug ist, um an jenem von Stab kleben zu bleiben. Noch ist es nicht so weit. Ja, Marvin Potzmann sorgt zumindest dafür, dass sein Torhüter in Bewegung bleibt, sowohl geistig als auch körperlich. Nimm du ihn, Richard. Puh. Auch wenn es hier nicht unbedingt so den Eindruck erweckt, aber die Passquote ist bei beiden Mannschaften ganz in Ordnung, über 70%. Wer versucht mit viel Tempo und direkt zu spielen, hat es manchmal in dieser Kategorie eben nicht leicht. So heute beide Teams. Aber beim LASK hat die Passquote noch nie eine große Rolle gespielt. Bolingoli für Murg. Ja, der zurück auf Bolingoli. Der dann hier allerdings nicht entschlossen genug Richtung Ball geht. Intensiver Zweikampf zwischen Ranftl und Bolingoli. LASK hat nach wie vor, was die Duelle Mann gegen Mann, die Nase vorne, allerdings nur sehr knapp. Knapp hätte es jetzt für den LASK werden können, hätte Trauner da nicht entschlossen interagiert mit Thomas Murg. Wieder
also eine kurze Eckenvariante. Die Flanke von Murg ist dann richtig gut. Das war der 8. Ballkontakt von Dene Aller in diesem Spiel. Wir schreiben Minute 42. Und es war sein mit Abstand wertvollster, auch wenn der Kopfball letztlich doch deutlich übers Tor streicht. Nach wie vor die Linzer bei ihren Angriffsbemühungen nicht präzise genug im Passspiel. Auch in dieser Situation hätte Geuginger viel mehr draus machen können. Was macht er jetzt? Mit dem Haken rum um Schwab und dann überlässt er den Aufbau jemand anderem. Nächste Gelegenheit für Geuginger, der war richtig gut gespielt auf Schau Viktor. Schuss abgefälscht, gefährlich abgefälscht von Christopher Deborn, aber entscheidend von ihm abgefälscht. So kommt der Ball nicht aufs Tor und es gibt nur eine Ecke. So. Was sieht der Trainer, was sehen wir alle im Anschluss an diese Ecke von Geuginger? Wir sehen fast einen Kopfball von Holland und wir sehen beinahe das 1:0 für den LASK durch einen Schuss aus dem Hinterhalt von, na klar, Peter Michael. Bolingoli da gut beim Schuss von Michael. Einer in der Mitte, ich denke, Frieser war das, eigentlich im Abseits. Möglicherweise hätte ein Treffer hier auch nicht gezählt, denn da war Strebinger die Sicht verstellt. Christopher Jäger, der vierte Offizielle, hat sich soeben sein Tafel geschnappt und wird uns in Kürze anzeigen, wie viel es an Nachspielzeit gibt. Eine Minute. Burg Bolingoli, auch das war unpräzise. Kommt der LASK noch mal in einen Konter? Kommt er nicht, weil Ljubicic hier das Foulspiel an Geuginger begeht. Da war der Ball für Ljubicic eigentlich unerreichbar. Sollte es die nächste gelbe Karte geben, die gibt es aber nicht. Interessant. Also wenn die Chance von Ljubicic vorher den Ball zu erwischen schon sehr gering war, dann war sie für Dene Aller in dieser Situation gleich null. Das war auch die letzte Aktion dieser ersten Spielhälfte. Es ist ein intensives Fußballspiel. Zwei Mannschaften mit nahezu identischer Ausrichtung. Rapid hatte die besseren Gelegenheiten, aber es steht eben 0:0.
Kapitänsdiskussion beim Abgang. Die Trainingswoche soll so toll gewesen sein bei Rapid, die Frische sei wieder da. Naja, war in vielen Aktionen körperlich vielleicht zu sehen, aber geistig eben nicht so. Das gilt allerdings für beide Mannschaften. Palmovic und Murk hatten die beiden Großchancen für den SK Rapid in dieser ersten Hälfte. Den ersten und letzten Schuss des LASK hat Peter Michael abgegeben. Na, wie viel vom LASK-Plan geht bisher auf, Peter Michael, wie viel noch nicht? Ja, ich denke, dass schon sehr viel aufgeht. Wir wollen Rapid früh unter Druck setzen, haben auch manchmal sehr, sehr gute Ballgewinne, sind dann im letzten Drittel aber leider viel zu hektisch und so kommen wir zu keinen Torchancen. Aber wenn wir das in der zweiten Halbzeit besser machen, bin ich mir sicher, dass wir heute als Sieger vom Platz gehen. Hektisch, sagen Sie? Schlampig auch teilweise? Ja, natürlich. Hektisch, schlampig kann man, glaube ich, kombinieren. Wir haben wirklich sehr, sehr gute Aktionen bis ins letzte Drittel. Da sind wir ja, leider viel zu hektisch, viel zu schlampig. Wenn wir das besser ausspielen, sieht man, dass Rapid verwundbar ist. Ein, zwei Chancen haben wir gehabt. Und ja, das wollen wir zweite Halbzeit besser machen. Und dann wird schon klappen mit den drei Punkten. Wie wenig geschlampert war die beste Last-Chance von Ihnen gerade? Ja, habe ich gut getroffen. Leider hat der Rams den Fuß nicht mehr hochgebracht, sonst wäre es vielleicht reingegangen. Aber ja, wir müssen weiter einfach so konsequent attackieren. Dann wird Rapid Fehler machen und die wollen wir dann ausnutzen. Bitte, Michael, danke. Tja, der Ramsey hat ihn nicht mehr hochbekommen. Was sagt uns das? Das Ganze aus der Gegenperspektive. Bleibt dabei, für mich war der Schau Viktor im Abseits, Ramsebner wohl nicht, aber er hat den Ball eben nur noch mit dem Knie erwischt, das war die beste Chance der Linzer. Das sind die Zahlen dieser ersten Hälfte, der LASK mit einem Schuss mehr, insgesamt 7 ist herzlich wenig für eine so intensive Partie. Ballbesitz hat Rapid hier von Beginn weg mehr, der LASK war vom Start weg besser in den Zweikämpfen. Ja, und an der Passgenauigkeit hat sich nichts geändert. Beide rund um die 70%. Beide auch da mit Steigerungspotenzial. Wie Peter Michael gerade gesagt hat, die Schlampigkeit abstellen, präziser spielen. Und dann wird es in der zweiten Hälfte auch das eine oder andere Tor geben. Fragt sich nur, für wen? Jetzt gibt es für Sie, liebe Zuschauer, gleich ein rund 12-minütiges Video des berühmten Sissi Tosk-Albums. Tres Hombres. Gute Unterhaltung. Noch keine Tore bei Rapid gegen den LASK, aber wir sehen eine hochinteressante und sehr spannende Partie. Willkommen zur Analyse dieser ersten Spielhälfte. Hans Krankl, bist du Sissi Top-Fan? Auch. Großartige Rockband, großartige Gitarren. Kompliment an den Herrn Auer. Herrn Auer, kennen Sie ein bisschen aus in Musik. Aber wir sind hier noch nicht so alt wie die Tres Hombres. Genau, und wir haben Sissi Top sind älter. Eine junge, frische Partie gesehen. Alfred, was macht dieses Spiel Rapid gegen den LASK bisher besonders? Ich denke, es sind mehrere Aspekte, die dieses Spiel besonders interessant machen. Zum Ersten, der LASK versucht schon sehr früh, die Angriffsaktionen von Rapid, besser gesagt den Aufbau, zu stören. Das führt oft auch dazu, dass Rapid hektisch wird, die Bälle nach vorne gibt, das ist genau das, was der LASK will, und der LASK dann relativ schnell auch versuchen kann, daraus Kapital zu erzielen. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, Rapid hat dennoch einen Spieler mit Schobesberger, der die Verteidigung der Linzer vor gewaltige Aufgaben stellt. Immer wenn er mit Tempo über die seine Seitenzone kommt, brennt mehr oder weniger der Hut. Und deshalb glaube ich, dass dieses Spiel insofern entschieden wird, wenn der LASK weiterhin diese Ballgewinne hat, aber, wir haben Michael gehört, präzisere Pässe nach vorne spielt, nicht so hektisch nach vorne spielt, sprich aus diesen Möglichkeiten ein Tor erzielt, dann wird es für Rapid sehr eng. Andererseits wiederum sollte Schobesberger weiterhin seine Form halten und vielleicht die Vorarbeit zum 1:0 leisten, dann wird der LASK als Verlierer vom Platz gehen. Ja, und einerseits haben wir sehr oft diese Pressing-Situationen des LASK gesehen, auch Ballverluste von Rapid. Andererseits gab es dann in der 17. Spielminute diese Situation. Ein Standard für die Linzer, ausgeführt von Michael. Holland kommt da nicht mehr richtig zum Ball. Man sieht auch in der Zeitlupe, das war eigentlich eine Top-Möglichkeit. Wenn er da besser reingeht, dann steht es möglicherweise 1:0 für den LASK. Aber dann vom Abstoß weg diese Aktion der Rapidler wieder. Versucht der LASK früh zu attackieren, aber dann ist der Ballverlust. Dann ist das eben die Chance für Rapid. Wie hier Bolingoli auf Pavlovic und der scheitert dann letztlich
am Schlag. Also so kann man den LASK auch ausschalten. Das ist das Problem, weil der LASK ganz einfach sehr früh attackiert. Wenn sie dann einen Fehler machen und das Umschaltspiel, sprich der Konter von Rapid ist gut, dann entstehen solche Situationen. Das war eigentlich aber die einzige neben einer anderen Situation, wo Rapid gefährlich geworden ist. Auch der LASK, wie der Michael richtig gesagt hat, sind schlampert im Abspiel und nicht präzise genug. Daher waren noch viel zu wenig Torszenen. Sonst ist das Spiel sehr intensiv auf beiden Seiten. Auch sehr interessant und kann zweite Hälfte noch interessanter werden. Ja, und welche Rolle spielt Philipp Schobesberger heute bei Rapid? Eine ebenso interessante wie aktive, wie ich meine. Er hat in der 24. Spielminute die Chance von Thomas Murg vorbereitet. Alfred, und das sind genau die Situationen, die du auch vorhin angesprochen hast. Ganz genau. Also er ist derjenige, der das Angriffsspiel von Rapid trägt, mehr oder weniger. Und wir sehen, dass hier Alexander Schlager natürlich mit einer super Abwehr auch das verhindert, dass hier ein Tor fällt. Hier sieht man es genau. Er fährt den Fuß auf und aus und genau dorthin schießt eben dann Murg und deshalb wird es kein Tor. Ja, erste Spielhälfte 0:0, aber eine ansprechende Partie, und zwar von beiden Seiten. Wie hat es der Geschäftsführer Sport des SK Rapid gesehen? Freddy Pickel jetzt live bei Jörg Kühne. Ja, Freddy Pickel auch verzückt, auch wahnsinnig viel drin in diesem Spiel. Wie viel Schobi ist schon da? Also verzückt noch nicht, aber der Ansatz war mal gut, ja, können wir so stehen lassen. Und man sieht, Schobi tut uns gut, aber ich denke auch, dass man uns anmerkt, dass wir etwas frischer sind als vor der Pause noch. Jetzt hat Hans Kranke vor dem Spiel gemeint, dass das bei Rapid eben nicht so läuft, wie es laufen soll. Liegt vielleicht nicht nur an den Trainern, sondern auch an dem, der die Mannschaft zusammengestellt hat. Was sagen Sie dazu? Ja, da hat er ganz sicher recht. Das ist nicht nur immer auf einer Schulter, da tragen immer alle mit. Das muss ich auch auf mich nehmen, das hat er absolut richtig gesagt. Jetzt ist morgen diese Mitgliederhauptversammlung bei Rapid, die kann, wie man weiß, recht unangenehm auch werden, recht frostig. Welche Stimmung erwarten Sie dabei? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch nicht so fest an morgen Abend. Das Spiel da, das nimmt ziemlich vieles mit und bringt so ziemlich viel mit. Da waren viele Gedanken, viele Gespräche vor diesem Spiel und da hast du nicht noch Zeit zu studieren, was dann vielleicht morgen passiert. Kann ich mir dann heute Nacht machen. Okay, also zweite Hälfte mal die nahe Zukunft, dann kommt morgen die Mitgliederversammlung. Schauen wir doch noch ein bisschen weiter. Wie geht es denn mit Ihnen weiter? Auch das, denke ich, wäre jetzt falsch, die Frage jetzt zu beantworten. Ich brauche meine Zeit, das ist auch klar. Und es wurde ja auch angesprochen, da musst du bei dir auch über die Bücher gehen, was du vielleicht falsch gemacht hast, was du besser hättest machen können. Dann ist sicher auch noch die Präsidentenentscheidung noch ausstehend. Also ich nehme mir da die Zeit und ich will auch die richtige Entscheidung treffen. Wobei ich schon auch sagen muss, so willst du eigentlich nie aufhören? Du würdest schon gerne dann mal vielleicht etwas Neues antreten, wenn du auch weißt, jetzt habe ich da was erreicht und jetzt habe ich etwas weitergebracht. Aber jetzt reden Sie schon vom Aufhören. Haben Sie für sich schon einen Trend? Oder, und den Eindruck haben Sie teilweise gemacht in den letzten Wochen, wissen Sie selber noch nicht? Doch, ich weiß, bin mir mit mir ziemlich im Klaren, aber es gibt wirklich noch zwei, drei Dinge, die ich mir gerne ganz genau anschauen. Das hat vor allem mit der sportlichen Weiterentwicklung zu tun. Wie ist es trotzdem, Ihr Bleiben hier auch an eine eventuelle dritte Amtszeit des Präsidenten gekoppelt? Ich habe gesagt, das ist für mich sehr wichtig und das ist sicher etwas, was ich in meine Entscheidung mit einbringen werde. Wann wird diese Entscheidung dann kommuniziert? Die vom Präsidenten, da müssen Sie ihn fragen. Ja, auch die Ihre. Ja, anschließend dann irgendwann. Das ist, nein, das ist, ich denke, ich wird noch dieses Jahr sicher passieren. Oder wünsche ich mir, denke ich, ist auch sehr wichtig. Weil es ist immer schwierig, wenn du dann mit Spielern über die nächste Saison sprichst, aber deine Situation selber noch nicht geklärt ist. Es wäre mir viel wöhler, wenn alles schon geregelt wäre. Es wäre mir viel wöhler, wenn wir anders auftreten würden. Ja, es gibt einfach gewisse Dinge, die jetzt nicht so stimmen, wo wir uns selber eingebracht haben. Und die willst du uns einfach auch zuerst wieder auf die Schiene bringen. Eine kurze persönliche Frage für die Pickel. Sie wirken auf mich etwas, aber doch
frustriert. Täusche ich mich? Ja, frustriert. Es ist keine einfache Zeit, das ist so. Und nochmals, die Kritik ist ganz sicher berechtigt mit unseren Spielen, mit unseren Resultaten, die wir auch zeigen. Aber es ist einfach schwierig, wenn du dann 4-5 Monate nur so in negative Zeiten steckst, das immer wieder verarbeiten musst und trotzdem immer wieder vorausgehen und Mut machen und dranbleiben und dran kämpfen. Ist nicht immer so ganz einfach, aber das gehört auch dazu und da werden wir auch nicht daran scheitern. Dann sage ich Freddy Pückel, herzlichen Dank für das Gespräch. Retour zurück ins Studio. Wirkt Freddy Pickel auf euch auch frustriert? Ein wenig, ja. Auf mich nicht. Nein. Interpretiere ich seine Aussagen richtig, wenn ich sage, wenn Kramer noch einmal antritt, Präsident bleibt, dann will Pickel auch bei der Rapid Sportchef bleiben? Das musst du ihn fragen. Ja, er hat es ja nicht gesagt. Ja. Ich will es ja deshalb interpretieren. Könnte es so sein? Könnte sein. Ja. Na, ganz klar ist eines. Es ist jetzt, die entscheidende Frage ist jetzt, wer wird das Rapid-Schiff in die Zukunft führen. Sprich, wer wird Präsident werden? Und ich denke, Pickel wurde eben geholt vom jetzigen Präsidenten, in Verbindung auch mit Herrn Peschek. Und sollten diese beiden oder der Präsident weiterhin an der Spitze von Rapid bleiben, glaube ich schon, dass auch Freddy Pickel bleiben wird. Gut, zurück zum Spiel. Wie wird sich diese zweite Spielhälfte entwickeln, Rapid gegen den LASK? Was glaubst du, Hans? Ich hoffe genauso gut und ich würde mir wünschen, mehr Torsituationen. Mehr Torsituationen für Rapid natürlich. Und, neutral bleiben, bitte. Ich bin neutral. Ich wünsche mir auch Torsituationen für den LASK. Und der präziser ist, zweite Hälfte ist wichtig, der präziser ist, wird dieses Match gewinnen. Ja. Hat Peter Michael recht gehabt, wenn er gesagt hat, uns fehlt irgendwie nur die Präzision? Na, Präzision. Es ist schon ein bisschen mehr auch als nur Präzision. Der LASK sollte nicht nur diese Umschaltsituationen, diese berühmten, für sich verwenden, sondern auch von hinten mit spielerischen Mitteln versuchen, nach vorne zu kommen. Da kann man auch sehr präzise arbeiten. Also beim LASK ist mehr als nur. Präzisionsarbeit ist also gefragt in der zweiten Hälfte beim Spiel Rapid gegen den LASK. Rapid musste ein zweites Mal wechseln. Matteo Baraj, gerade groß im Bild, ersetzt Christopher Thibon. Ich hoffe, bei dem ist nichts allzu Schlimmes passiert. In der ersten Hälfte musste ja schon Andrea Pavlovic verletzt raus. Für ihn ist der Herr gekommen, der hier gerade Maximilian Ullmann so unter Druck gesetzt hat, dass Rapid den Einwurf nahe der Eckfahne bekommt. Die Rede ist von Veton Berisha. Ja, für Baraj ist das heute Bundesligaspiel Nummer 8, das erste, in dem er als Einwechselspieler teilnimmt. Der LASK auf jeden Fall noch in seiner Anfangsformation. Sprich, Samuel Tete ist weiterhin in der Warteschleife. Rapid kommt mit dem Schleifenträger, mit Kapitän Schwab. Murk, ja, Botsmann hat da viel Platz. Botsmann, ja, auch da fehlt die Präzision. Alaba war da auf dem Weg Richtung Tor und Botsmann spielt ihm den Ball in die Ferse. Versucht auch mit dem Körper den Ball abzudecken, ist ihm nicht hundertprozentig gelungen. Frieser für João Victor. Wieder so Spiel auf ganz engem Raum mit dem LASK Ballverlust und dem sofortigen Versuch, das Runde zurückzuerobern. Also am prinzipiellen Charakter dieses Spiels wird sich wohl nicht viel ändern. Auch wenn in der Endphase der ersten Hälfte beide Mannschaften das Pressing ein wenig zurückgeschraubt haben. Zu Beginn der zweiten Hälfte ist es wieder voll im Gange. Holland. Ja,
Pariser. Gut abgedeckt hier von Baraj. Ja, durch den kurzfristigen Ausfall von Papa ins B. Christoph Knassmüller hat heute bei Rapid auch Stefan Auer in den Kader geschafft. Und die Zerrung des Syndesmosebandes ausgeheilt. Steht seit zwei Wochen wieder im Training. Mit dabei auch wieder Jérémy Guillemenon, der zuletzt sowohl für die Schweizer U20 als auch für die U21 im Einsatz war. Wer kann das sonst von sich behaupten? Tja. Butzmann, der auch ohne Handschellen niemanden verhaftet, bekommt hier richtigerweise den Freistoß. Das Knie hält. Butzmann ist schon wieder gut zu Fuß. Und auch wenn wir Ende November haben, liebe Zuseherinnen und Zuseher, dieser Nebel hier im Stadion ist nicht natürlich. Goigingers Chance war eine große. Strebinger zum ersten Mal in diesem Spiel voll gefordert. War wohl eine hauchdünne Abseitsposition von Thomas Goiginger, aber wie heißt es so schön, im Zweifel für den Angreifer. Ecke Michal. Das ist Baraj. Und da ist Schobesberger. Allerdings hier Goiginger nicht vorbeikommt. Ja, beide Fanlager haben hier für reichlich Rauchentwicklung gesorgt. In der Bundesliga gilt ja der Slogan: Ohne Rauch geht's nicht. Warum eigentlich? Der hat nach wie vor große Probleme, wirklich aktiv an diesem Spiel teilzunehmen. Bekommt kaum mal einen Ball und wenn es dann soweit ist, weiß er nicht allzu viel damit anzufangen. Die beste Szene von ihm, dieser Kopfball gegen Ende der ersten Hälfte, der allerdings das Ziel doch recht weit verfehlt hat. Beim LASK gibt es heute nur 5 Feldspieler auf der Bank. Oliver Glasner wollte da keinen Jungspund mitnehmen, nachdem die Oberösterreich Juniors selbst gespielt haben. Beim Abschied von Trainer Ronny Brunmeier gab es heute in der zweiten Liga eine 0:1 Niederlage gegen die SV Ried. Ja, und wechseln kann er ohnehin nur 3-mal. Noch hat er gar nicht gewechselt, Rapid hat nur noch eine Tauschoption. Die Frage war, kann Philipp Schobesberger über 90 Minuten gehen? Womöglich muss er es heute sogar. Ah, Schwab, schön. Goli, Goli. Ah, dann resolut Ramsebner. Hat auch in der ersten Hälfte mal versucht zu zaubern, aber Menschen haben eben hinten keine Augen. Zum zweiten Mal ist so ein Gusterstück an schief gegangen, weil da eben kein Mitspieler auf der Position zu finden war. Schobesberger hat wieder Ramsebner vor sich. Ja, der rutscht da weg, Schobespergers Schuss. Nötigt Alexander Schlager zu einer kleinen Flugeinlage, nicht mehr und nicht weniger. Wieder, 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 wieder.
Also zu meiner aktiven Zeit, und das ist gefühlt 300 Jahre her, hätten jetzt alle Mitspieler zu mir gesagt, na, das war eine schöne Schmähparade. Einsatz hier von Botsmann und James Holland. Ja, ist dann heute schon Weihnachten. Da braucht der Bursche eine gefühlte Ewigkeit, um endlich sein erstes Bundesliga-Tor zu machen. Das hat er am 2. September beim Heimsieg gegen den WRC erzielt und jetzt macht er sein zweites. Und da war es wieder, das gute Passspiel der Linzer, da hätte man schon einen Foul entscheiden können, denke ich, aber Frieser löst das großartig. Holland hat gute Schussbahn, Strebinger macht im entscheidenden Moment noch den Schritt nach links und kommt auch deshalb an den Ball nicht mehr ran. Damit stellt James Holland im internen australischen Bundesliga-Duell mit Jimmy Jago auf 2:1 und auf 1:0 für den LASK am heutigen Abend. Für Frieser übrigens die zweite Torvorlage, damit hält er immerhin auch schon bei 5 Scorerpunkten. Jetzt ist guter Rat teuer, denn der Black Friday war vorgestern. Holland auf Frieser, Baraj taumelt da durch die Gegend. Jean-Victor etwas weiter zurück, dann kommt Golginger hier in eine sehr gute Position. Im vierten Heimspiel unter Dietmar Küber inklusive Europa League hat Rapid also jetzt zum ersten Mal ein Gegentor kassiert. Der LASK ist drauf und dran, gleich noch eins zu machen. Holland ist auf den Geschmack gekommen. Der Geschmacksverstärker blieb allerdings aus. Stefan Schwab war da im Weg. Defensive sehr weit hinten raus, empfängt der Rapid im Halbfeld, gut gestaffelt mit den richtigen Abständen und macht dem Gegner hier einen kontrollierten Spielaufbau extrem schwer. Berischer kreuzt, Bootsmann bekommt die Zeit für diese Flanke, Aller bekommt den Ball auch auf die Tüte, allerdings nicht Richtung Tor. Ja, Golginger muss jetzt so lange mit dem Ball laufen, weil da kaum einer mit nachrückt.
kommt das Foulspiel von Thomas Murg. Ja, Anfeuerung braucht die Mannschaft. Körpersprache, Vorleben, Herr Kübauer. Rapid hat richtig angelockt gewirkt nach diesem Gegentor. Und wirkt es immer noch. Golginger gegen Sonnleitner, aber nicht gegen Ljubicic. Hier kein Foulpfiff, dachte zunächst, dass Sebastian Gieser mal einen Vorteil laufen lässt, dem war gar nicht so. Kann Rapid jetzt mal mit Tempo kommen. Sofort wird aus dieser Dreierabwehr der Linzer wieder ein Fünfer verbund. Da fehlt allerdings jetzt Ranftl. Deswegen war kurzfristig auf dem linken Rapid-Flügel viel Raum für die Weiß-Grünen. Ich glaube, ich habe es irgendwann schon mal gesagt, aber irgendwann wird auch Oliver Glasner mal das Neujahrskonzert dirigieren. Seine 11 Musiker veranstalten hier auf jeden Fall in dieser zweiten Hälfte ein richtig hörenswertes Konzert und gehen jetzt nicht mit 2:0 in Führung, weil Jean-Victor ganz knapp das lange Eck verfehlt. Rapid wieder gestretched mit 2 Ballkontakten rein in den Strafraum, aber nicht rein ins Glück. Tolle Vorlage von Ranftl im Übrigen. Ja, vor ziemlich genau einem Jahr hat Jean-Victor Santos-Sa in der Bundesliga debütiert, nachdem seine Sperre von 6 Monaten abgelaufen war, die er sich allerdings noch nicht als Akteur des LASK geholt hat. Heute macht er sein 32. Bundesligaspiel. Und er hat schon 12-mal getroffen, 5-mal davon in dieser Spielzeit. Jetzt bekommt er zu Recht den Freistoß und Baratsch wohl gelb. Hier war keine Chance mehr auf den Ball zu erkennen. Beide derzeitigen Rapid-Innenverteidiger mit Gelb belastet. Sonnleitner hat in der ersten Hälfte ja schon die Verwarnungskarte präsentiert bekommen. Der Freistoß Michorl. Bolingoli steht genau richtig, auch wenn das Ganze auf Kosten eines weiteren Eckstoßes für die Gäste geht. Der vierte insgesamt, Rapid hatte schon 5 Ecken. Aber im Fußball gibt es nicht nur Ecken und Kanten, es gibt auch Spezialisten für den sogenannten ruhenden Ball. Einer davon ist Peter Michorl. Ramsebner ist da, bringt den Ball nicht aufs Tor. Und dann kommt das Handspiel von João Victor.
Babelsberger. Ja, die Idee war gut. Berisha hatte auch den richtigen Lauf weg. Bolingoli schafft es gleich, zwei Bälle hintereinander zu kicken. Kompliment. Aber Rapid schafft es nicht, in den gegnerischen Strafraum zu kommen. Ullmann, wieder Direktspiel. Gut gemacht von Frieser für Joao Victor. Aber da ist Bolingoli früher dran als Geuginger. Und das war ganz wichtig für Rapid. Ist drauf und dran in dieser Phase, die Partie frühzeitig auf Eis zu legen. Die erste Information von der medizinischen Abteilung des SK Rapid. Christopher Dibon hat sich eine Muskelverletzung zugezogen. Nicht schon wieder, werden jetzt viele sagen, zu denen gehöre auch ich. Ja, auch der Pass war leicht zu lesen, in diesem Fall für Wiesinger. Da kommt wieder Frieser, der dann allerdings mit dem holprigen Ball hier seine Probleme hatte. Auch da hätte ein brandgefährlicher Gegenzug des LASK entstehen können. Murg, Bootsmann zieht rechts wieder auf, Rapid versucht es durch die Mitte, jetzt Schwab auf Bootsmann. Mit einiger Verzögerung. Und jetzt pfeift nicht nur der Schiedsrichter. Lask hat bereits wieder seine Fünferabwehrkette zusammengeschweißt. Auch die Außenverteidiger lassen sich jetzt sehr weit zurückfallen, wenn Rapid schon nahe der Mittellinie in Ballbesitz ist. Um einfach das defensive Risiko auch zu minimieren. Und auch ohne große Beteiligung der beiden Wingbacks kommt der LASK immer wieder in den gegnerischen Strafraum. Die nächste Gelegenheit für Joao Victor, aber da muss Strebinger einfach die kurze Ecke zumachen. Ausgangspunkt der andere Torhüter. Bootsmann kommt nicht in den Luftzweikampf. Sonnleitner von Joao Victor überlaufen. Und der Ball muss ein Bundesliga-Torhüter, der auch dem Kader der Nationalmannschaft angehört, parieren. Ricky Geuginger, oh, ein recht dankbarer Ball hier für Richard Strebinger. Allermal mit Tempo gespielt auf Berisha. Der hat sofort wieder zwei Gegenspieler. Dadurch ist Platz da für Bolingoli. Was macht er da? Berishas Flanke kommt nicht. Und der Schuss von Potsmann kommt gut, aber nicht gut genug. Ja,
Aber das wäre doch so mal was. Auch mal aus der Distanz einfach draufhalten. Diese zweite Hälfte ist erst 23 Minuten alt und sie hat uns punkto Torszenen, Strafraumszenen schon viel mehr geboten als die gesamte erste. Das liegt allerdings hauptsächlich am LASK. Er ist hier mit einem warm gelaufenen Motor reingestartet in die zweite Hälfte, hat es schon vor dem Führungstreffer eine richtig gute Gelegenheit, das 1:0 zu machen. Und war in den vergangenen Minuten einem zweiten Treffer wesentlich näher als Rapid dem ersten. Tja, morgen gibt es natürlich auch wieder Zock und Tore. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, frei empfangbar, zu Gast. Nebst Sky-Experte Walter Kogler, der neue Sturmtrainer Roman Melich, der heute sein erstes Spiel gewinnen konnte. Und der Austria-Trainer Thomas Letsch nach dem gestrigen Erfolg bei der Admira Beni Ala. Meine Herren! Also was Ala da abliefert, ist mittlerweile schon irgendwie mitleidserregend und das ist das Schlimmste, was einem Fußballer wohl passieren kann. Da ist kein Abseits von Jean-Victor. Ansatzlos nagelt er da drauf. Genialer, meine Güte. Also einige werden jetzt sagen, im Sturmdress in der vergangenen Saison hätte er den mit zwei verbundenen Augen reingemacht. Selbstvertrauen kann so immens wichtig sein und so fatal, wenn man es nicht hat. Ja, Victor in der ersten Hälfte nur mit einem Abschluss, der war auch nicht wirklich brandgefährlich. In der zweiten hat er jetzt schon drei. Die Warteschleife hat wohl ein Ende für Sammy Tete. Ja, Tölginger, den Ball fälscht dann Stefan Schwab noch ab. Ja klar, muss Ecke geben. Wieder perfektes Zusammenspiel auf engem Raum. Schau, Victor lässt da gar keinen Gegenspieler in die Nähe einer Attacke kommen. Und Gorgengers Schuss dann eben von Schwab noch abgefälscht, deswegen gibt es den Corner. Vorher gibt es allerdings schon den dritten und letzten Wechsel bei Rapid. Also Schobesberger muss nicht 90 Minuten gehen. Nach einer sehr guten ersten Hälfte Philipp Schobesberger in der zweiten kaum noch zu sehen. Und jetzt kommt für einen Flügelflitzer ein defensiver Mittelfeldspieler, nämlich Manuel Matic. Und der kommt und Rapid ist weiterhin nur 0:1 zurück. Schon wieder dieser James Holland in der ersten Hälfte. Hätte er eine gute Kopfballchance gehabt, hätte er sich etwas gescheiter angestellt. Hier kommt aber sowas von frei zu diesem Abschluss. Jetzt könnte man wieder sagen, rächt sich das noch, dass der LASK hier so gute Gelegenheiten auf einen zweiten Treffer auslässt. Wir gehen gleich in die letzte Viertelstunde. Wie stellt sich Rapid nach diesem dritten Wechsel jetzt auf? Matic natürlich
im zentralen Mittelfeld. Schwab wird etwas weiter vorne agieren. Murk wohl wieder raus auf den Flügel gehen. Und jetzt kommt der erste Wechsel bei den Linzern. Kompliment an Dominik Frieser, der ein bärenstarkes Spiel abgeliefert hat. Auch den Pass zum bislang einzigen Treffer durch James Holland abgegeben hat. Und Samuel Tete hat in der vergangenen Runde als Joker beim 5:1 gegen die Admira ja auch sein erstes Saisontor gemacht. Also in die richtig rund laufende LASK-Offensive kommt jetzt noch ein frisch laufender Stürmer. Da kam Tete allerdings aus dem Abseits. Daher gibt es den Freistoß für Rapid. Bolingoli für Berisha. Den bekommt er noch. Bekommt er ihn auch rein? Nein. Schwabs Flanke, Ala! Vielleicht wird das doch noch was mit ihm am heutigen Sonntag. Richtig gute Flanke von Stefan Schwab und dann setzt sich Aller da gegen Trauner und Ramsebner in der Luft durch. Der jetzt mal über die linke Seite kommt, auch schwer auszurechnen, viel unterwegs über beide Angriffsseiten. Das ist jetzt ein richtig gutes, temporeiches Fußballspiel. Das liegt vor allem am LASK, aber dieser Jean-Victor versäumt zum nächsten Mal die Partie zu entscheiden. Richard Strebinger sorgt dafür, dass Rapid noch nicht verloren ist. Vielleicht hat das auch der Herr Präsident Kramer mitbekommen. Da werden jetzt aus dem VIP-Sektor Becher auf das Spielfeld runtergeworfen. Ja, ja, Rapid hat es mitbekommen und dieser Herr wird gleich entsorgt. Strebinger sorgt nach wie vor dafür, dass der LASK das Spiel noch nicht gewonnen hat. Der LASK spaziert durch eine Emmentaler Abwehr des SK Rapid. Mario Sonnleitner hat seinen kongenialen Partner Christopher Thibon durch Verletzung verloren. Und Matteo Baracz beweist heute einfach, dass er nicht in die erste Elf dieses Teams gehört. Schussverhältnis in dieser zweiten Hälfte. Jetzt 9:3 pro LASK. Und der lustige Herr, der da eine Reihe vor mir Platz genommen hat, wird jetzt von diesem Platz entfernt und sollte diesen auch nie wieder einnehmen. Also der Ordnerdienst funktioniert, das ist gut, das Spiel von Rapid funktioniert nicht so toll. So, Matic nah dran an einer Tätigkeit, Oliver Glasner hat das genauso gesehen. Matic so kurz erst im Spiel und schon so gefrustet. 17.600, das ist jetzt die offizielle Zuschauerzahl. Die Mehrheit davon natürlich im Rapid-Lager.
Aber die Herrschaften und Damen gehen heute möglicherweise auch genauso gefrustet nach Hause wie Manuel Matic und seine Kollegen. Aber noch ist nicht Feierabend. 78 Minuten sind erst gespielt. Holland für João Victor. Da muss Strebinger den Libero geben. Kohle kann den Ball nicht behaupten. Wieder João Victor, da ist Geuginger. Also wenn der LASK dieses Spiel nicht gewinnt, dann sollten die Herrschaften, die da vorne in der Offensive eine andere Chance auslassen, einen großen Teil des Heimweges zu Fuß gehen. Küber ist mit den Nerven am Ende. Gernot Trauner hoffentlich nicht mit seinen körperlichen Kräften am Ende, aber da ging es offenbar in den Solarplexus. Da kann einem schon mal kurzfristig die Luft wegbleiben. Passt. Das ist auch von Michael. Wiesinger, der sich da plötzlich auch mal in die Offensive einschaltet. Holland, auch wenn dieser Pass nicht ankommt, aber James Holland nicht nur wegen seines Treffers. Für mich in der zweiten Hälfte überragend. Hätte er den Kopfball reingemacht, wäre er wohl nicht mehr zu halten gewesen. Gut abgelegt jetzt mal von Ala Schwab. Die Schussbahn war nicht offen. Diesmal möchte sich Wiesinger da auf kein Spielchen einlassen. Jetzt ist da hinten wirklich Vorsicht das oberste Gebot. Immer wieder die Linzer hier gedanklich auch schneller, gut im Antizipieren. Was hat Rapid da vor? Wohin könnte der Pass kommen? Sofort wird rausattackiert, ein anderer übernimmt die Position dahinter. Geuginger, ja, jetzt gut beraten hier etwas das Tempo rauszunehmen. Sagt auch die Gestik von Oliver Glasner. Ruhiger auf dem Boden bleiben. Weiter gut verschieben.
Ja, zwei Wechseloptionen hat Glasner ja noch. Ich bin mir fast sicher, dass er beide ziehen wird in der Schlussphase. Jetzt allerdings hat der Ranftl da etwas unnötig raus attackiert, damit ein Loch aufgetan, das nur schwer zu stopfen war. Berisha hat allerdings aus dieser Möglichkeit herzlich wenig gemacht. Oh, nicht souverän von Trauner. Es ist der insgesamt sechste Eckstoß für Rapid, allerdings der erste in der zweiten Hälfte. Murk. Der bekommt die zweite Chance, den Ball reinzubringen, und jetzt bekommt Alaska eine Kontergelegenheit. Holland. Kreuginger gibt Linkszeichen. Holland entscheidet sich für den rechten Weg. Der nächste LASK-Wechsel steht unmittelbar bevor. Denn Florian Jamnik steht schon an der Seitenlinie. Wird wohl für Geuginger kommen. Ja, Wiesinger beweist da technische Fertigkeiten abseits von TT. Stark, was Philipp Wiesinger da macht. Sehr knapp, aber doch TT vorne, vor allem mit der Birne. Geuginger hat sich da noch mal ganz rüber bewegt, um einen möglichst weiten Weg zurücklegen zu müssen bei seiner Auswechslung. Auch er hat zwei sehr gute Möglichkeiten heute ausgelassen. Florian Jamnik, der es schwer hat, in diese gut funktionierende LASK-Mannschaft reinzukommen. Zweimal durfte er von Anfang an spielen. Heute ist das seine sechste Einwechslung. Schwab. Also der will, koste es, was es wolle. Berisha, da ist Murk! Kein Abseits von Veton Berisha, der Pass zurück, optimal der Abschluss von Murk, alles andere. Ja, besser hat es James Holland gemacht. Bei diesem 1:0 Führungstreffer, bei diesem Stand halten wir immer noch. Also zwei Riesengelegenheiten für Rapid, hier zum Ausgleich zu kommen. Die erste hatte Deniala eher kläglich versemmelt. Bei dieser zweiten war natürlich Risiko im Spiel bei Thomas Murk, der den Ball direkt genommen hat. Aber beinahe hätten sich die vielen vergebenen LASK-Chancen tatsächlich noch gerecht. Ja, gibt keinen Eckstoß. Und Rapid hat es jetzt natürlich sehr eilig. Ja, Rapid muss, der LASK möchte noch. Deswegen ist dieses Spiel in der Endphase auch so interessant. Jetzt schleichen sich wieder Schlampigkeitsfehler ein bei den Linzern, wie sie in der ersten Hälfte gang und gäbe waren. Bitte. Riskiert er den Pass rüber auf Jean-Victor, er macht's. Ja, da kommt ja noch einer, aber da ist auch Bolingoli. Diesmal sollte es die Ecke geben, und die gibt's auch. Ja,
Das war nicht konsequent genug gespielt von den Linzern, obwohl es flott gegangen ist, schön anzusehen war, aber in letzter Konsequenz eben nicht zu einem gefährlichen Torabschluss geführt hat. Ja, kaum LASK-Spieler im gegnerischen Strafraum, zwei an der Zahl. Da ging es auch eher darum, den Ball zu verteidigen. Und wenn man das so schön lösen kann, ist es richtig gut. Wenn der Ball dann allerdings das Spielfeld verlässt, ist es nicht mehr so toll. So kann man ein Missverständnis zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt herausspielen. Ullmann, Jamnik im Abseits oder nicht? Die Frage stellt sich nicht, weil der Pass von Ullmann nicht gut war. Berischer muss da wohl für Bolingoli hinten einspringen, der jetzt auch nur mehr offensiv orientiert ist. Das ist auch seine größte Stärke. Aber der LASK bekommt den Freistoß und dieses Spiel bekommt 3 extra Minuten obendrauf. Und jetzt warten wir mal, wie lange Reinhold Ranftl noch braucht, um sich von diesem Foul zu erholen. Vielleicht werden aus den 3 Minuten dann möglicherweise auch 4. Aber Ranftl ist zumindest wieder mal auf den Beinen. Verstoß Michael. Ja, was macht Strebinger? Natürlich trischt er den Ball da jetzt nach vorne. Rapid auch mit der Hoffnung, den zweiten Ball zu erwischen. Das ist hier beim dritten Versuch gelungen. Haller hatte das Bein da eindeutig zu hoch. Allerdings Wiesinger den Kopf auch sehr weit unten. In der Nachspielzeit wird es den dritten Wechsel beim LASK geben und wenig überraschend wird Emanuel Pogatetz noch ins Spiel kommen, um da hinten mitzuarbeiten, dass der LASK erstmals nach 5 Bundesligaspielen am Stück mal wieder ohne Gegentor bleibt. Raus geht Peter Michael. Auch der hat jetzt einen ziemlich weiten Weg. Ja, die Herrschaften wollen gut lustig sein und möglicherweise heute eine sehr feine Heimfahrt. Freistoß LASK, auch das kommt den Gästen hier zugute. Auch da vergeht wieder eine Menge Zeit. Aber allein durch diesen Wechsel wird es sicher nicht bei den angekündigten 3 Minuten an Nachspielzeit bleiben. Glück für Ljubicic, dass er den Ball da postwendend zurückbekommt.
Schwab mit viel Gefühl. Baraj mit einem Check, der zu einem Freistoß für die Linzer führt. Aber natürlich war das jetzt der Hintergedanke, Baraj da nach vorne reinzustellen, um eben mit einem hohen, weiten Ball Richtung Strafraum eine weitere Kopfballoption zu haben. Und Baraj bleibt auch vorne. Schwab wie ein Quarterback. Da kommt Schlager hin, Trauner nimmt ihm da die Arbeit ab und das Spiel ist vorbei. Rapid kassiert die erste Heimniederlage unter Trainer Dietmar Kübauer, kassiert das erste Heimgegentor ohne Dietmar Kübauer und das reicht eben für den ersten Auswärtssieg des LASK gegen Rapid seit Mai 2000. Auch damals haben die Linzer mit 1:0 gewonnen. Jo, und irgendwelche Ausreden punkto Fehlentscheidungen kann Rapid heute nicht bemühen. Oliver Glasner schafft es tatsächlich, zwei Spiele in diesem Grunddurchgang gegen Rapid zu gewinnen. Und der LASK gewinnt zwei Spiele in Serie, nachdem es zuvor fünf ohne vollen Erfolg gegeben hat. Hauptverantwortlich dafür James Holland mit seinem zweiten Bundesliga-Treffer. Einen weiteren hätte er machen können. Der LASK hätte hier viel mehr Tore machen können. Rapid hatte zwei tolle Ausgleichsmöglichkeiten. Durch Ala und durch Murk hat sie nicht genützt. Und die Mannschaft wird nicht mit Applaus, sondern mit Pfiffen verabschiedet. Naja, bei dem Becherwerfer aus dem VIP-Sektor wird auch erst nachgeforscht werden, ob das wirklich ein Rapid-Fan war. Da bin ich mir sicher, so gründlich ist man hier im Westen Wiens. Das Spiel ging gründlich daneben. Rapid bleibt auf 16 Punkten picken. Tja, und der LASK hat die Herausforderung angenommen, die St. Pölten heute losgelassen hat mit dem Heimsieg. Peter Michorn hat in der Pause gesagt, wir müssen präziser werden, dann werden wir Tore schießen und gewinnen. Was sagt er jetzt? Ja, könne. War ihm, Peter Michorn, das Ganze zur Halbzeit schon klar offensichtlich? Ja, zweite Halbzeit haben wir es viel besser gemacht im Offensivdrittel, sind zu extrem vielen Möglichkeiten gekommen, haben nur ein Tor geschossen, aber wir haben es heute hinten so gut verteidigt, dass das eine Tor gereicht hat. Wo ist die Schlamperei geblieben in der Halbzeit? Ja, wir haben das wirklich angesprochen in der Halbzeit, dass wir im vorderen Drittel viel ruhiger sein müssen. Rapid fällt immer, das haben wir gewusst. Zweite Halbzeit haben wir viel besser gemacht, extrem viele hochkarätige Torchancen herausgespielt. Ich glaube, wenn es 5-0 ausgeht, kann keiner was sagen. Aber ja, wir nehmen die drei Punkte auch so gerne mit. Nächste Woche kommt Hartberg, da wollen wir wieder drei Punkte holen und es geht immer weiter. Wie stolz macht einen LASK-Spieler die Art und Weise, wie der Sieg hier zustande gekommen ist? Ja, sehr stolz. Ich glaube, wir haben das Spiel über 90 Minuten im Griff gehabt. Erste Halbzeit war es noch ja, fast ausgeglichen, aber haben auch schon Vorteile gehabt. Haben es, wie gesagt, nicht gut zu Ende gespielt, aber zweite Halbzeit war eine klare Sache für uns und ein hochverdienter Sieg. Gratulation und vielen Dank. Tja, hellsehen müsste man können. Peter Michael hat offensichtlich eine Glaskugel in die Kabine mitgebracht. Der Sieg des LASK ist hier absolut verdient, ohne Wenn und Aber, auch wenn es am Ende zwei Schrecksekunden in der Defensive gegeben hat. Man kniet vor den eigenen Fans, das ist auch ganz schön. Aber auf jeden Fall hat der LASK heute wieder bewiesen, dass er der erste Anwärter in dieser Bundesliga auf Platz 2 hinter Salzburg ist. Die Linzer haben viele Chancen selbst versemmelt, aber bei einigen war es auch wieder ein Richard Strebinger, der Rapid hier lange im Spiel gehalten hat. Ja, wieso ist ein einziger formstarker Rapidler momentan zu wenig? Die Rede ist von Richard Strebinger. Ja, weil es ein Mannschaftssport ist. Und ja, ich denke, unser Hauptproblem ist, dass wir unser Spiel nicht durchziehen, wenn wir, weiß ich nicht,
paar Chancen vergeben, ein Tor kriegen. Da brechen wir einfach ein, verlieren alles, verlieren die Ordnung, verlieren die Spielidee. Ich denke, da ist der LASK einfach ein Mördervorbild, weil die, denke ich, von der Qualität ähnlich sind. Aber die ziehen ihr Spiel durch, 32 Runden im Jahr. Egal was passiert, egal ob es verlieren, gewinnen, die glauben an sich, die spielen immer gleich, marschieren immer, glauben immer dran an ihren Plan. Das fehlt uns halt komplett, das machen die uns vor und deswegen stehen sie halt auch da, wo sie stehen und wir, wo wir stehen. Tut man das hier gar nicht, was Sie angesprochen haben, was der LASK im Tun zu machen scheint? Na schon, wir nehmen es uns vor und ich denke, erste Halbzeit haben wir es auch gemacht, aber das ist immer wieder so, dass man dann, je länger das Spiel dauert und eben wenn es sich top brennt für uns, dass man dann einfach, ja, ein bisschen kopflos dann agieren und kopflos werden. Und das darf nicht passieren. Wir sind erwachsene Leute. Das müssen wir einfach 90 Minuten durchziehen können, weil wir haben ja einen Spielplan, von dem wir überzeugt sind. Und der ist ja nicht schlecht, nur weil wir mal ein Tor kriegen oder jetzt vielleicht erst nach 20 Minuten die erste Torschuss haben. Was macht denn das jetzt stimmungsmäßig für die nächsten Wochen, diese Niederlage? Ja, stimmungsmäßig. Heute ist komplett Arsch, morgen ist komplett Arsch. Aber Donnerstag müssen wir wieder da sein. Ich habe schon mal gesagt, wir sind erwachsene Männer. Da musst du einfach weitermachen. Es hilft nichts und ja, mehr kann man jetzt auch nicht dazu sagen nach so einer Partie. Wie war der Moment jetzt gerade eben? Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Die Feldspieler sind ausgepfiffen worden. Sie sind dann extra als Letzter hingegangen und mit ordentlich Applaus bedacht worden. Ja, kann ich nur mit Dankbarkeit beantworten. Die haben uns auch unterstützt, 90 Minuten. Ist klar, dass danach enttäuscht sind und pfeifen, aber ja, wie gesagt, darüber freue ich mich, aber über den Rest kann ich mich nicht freuen. Danke vielmals. Richard Strebinger, Helm, aber alles andere, den Kopflos. In Rostock haben sie seinerzeit gesungen, außer Walke könnt ihr alle gehen. Naja, Walke ist gegangen, zum Glück für die österreichische Bundesliga. Rapid geht auf Reisen, Donnerstag Moskau, Sonntag Innsbruck. Das Stadion hat sich sehr schnell geleert, wenn man den Linzer Fansektor mal ausklammert. 17 Schüsse hat Rapid zugelassen, in Wolfsberg waren es sogar 22. Der LASK hat praktisch doppelt so viele Schüsse aufs gegnerische Tor abgegeben. Ballbesitz gewinnt keine Spiele, Zweikampfstärke manchmal schon. Und das mit der Passgenauigkeit habe ich schon während des Spiels mal gesagt. Das ist beim LASK eigentlich kein Thema, wenn die guten, die entscheidenden Pässe allesamt ankommen. Ein Treffer hat heute also den Unterschied gemacht und den hat James Holland erzielt. Das Ganze in der 54. Minute auf Vorlage von Dominik Frieser. Recht allein gelassen an der Strafraumkante. Strebinger macht natürlich die Bewegungsrichtung mit nach links und damit fehlen ihm die paar Zentimeter, um an diesen Ball noch entscheidend ranzukommen. Tja, bravo Oliver Glasner, das soll es vorläufig mal aus dem Allianzstadion gewesen sein. Interviews mit beiden Trainern gibt es dann natürlich in alle Spiele, alle Tore. Das beginnt gleich auf diesem Kanal. Ich darf Ihnen noch einen angenehmen Sonntagabend wünschen. Oliver Glasner kann ja doch in Hütteldorf gewinnen. Der LASK feiert zum Abschluss dieser 15. Runde in der Tipico Bundesliga einen 1:0 Auswärtssieg bei Rapid. Guten Abend und herzlich willkommen bei Alle Spiele, Alle Tore mit unseren Sky-Experten, mit Hans Krankl und Alfred Tater. Hallo. Guten Abend. Ja, und das sind sie, die Ergebnisse dieses Wochenendes in der Bundesliga. Rapid verliert gegen den LASK mit 0:1. Altach unterliegt Sturm mit 0:2 und St. Pölten schlägt Innsbruck mit 2:0. Das sind die heutigen Ergebnisse und die Resultate von gestern. Admira gegen die Austria 1:2. Hartberg verliert gegen Salzburg 0:4 und Wolfsburg und Mattersburg trennen sich 2:2. Und so sieht nunmehr die Tabelle aus. Salzburg hält nunmehr bei 41 Punkten. Der LASK festigt Platz 2. St. Pölten über überholt den WAC. Die Austria hat schon gestern Hartberg überholt. Sturm liegt nun nur mehr 2 Punkte hinter Platz 6 und Rapid weiterhin 5 Punkte hinter dem 6. Platz. Am Tabellenende Altach 2 Punkte vor der
Unglaublich, erste Hälfte, sehr intensives Spiel, ziemlich ausgeglichen. Die Mannschaften haben sich neutralisiert, erste Hälfte. Zweite Hälfte ein ganz anderer Lask, präzise bis zum Schluss. Außer die Tore gemacht, sie haben ein Tor gemacht und sie hätten können 5 Tore schießen. Der Strebinger hat heute Rapid die ganze Zeit im Spiel gehalten. Und eine großartige Leistung, ohne den wäre es zu einem Debakel gekommen. Was war ausschlaggebend, Alfred, aus deiner Sicht, dass der Lask diese zweite Spielhälfte doch deutlich dominiert hat und auch verdient gewonnen hat? Ja, zum einen denke ich, wir haben das schon von Strebinger gehört, Lask hat das eigene Spiel verbessert im Vergleich zur ersten Hälfte. Das ist einmal der eine Punkt. Und der zweite Punkt, da komme ich nicht drum hinweg. Rapid hat mir in der zweiten Halbzeit phasenweise den Eindruck vermittelt, als ob man keine Reserven mehr hätte, als ob man nicht mehr zulegen könnte. Und vielleicht ist das auch ein konditionelles Problem, weil während der Lask wirklich Gas gegeben hat, hat man das von Rapid von außen betrachtet nicht mehr so wahrgenommen. Ja, auf alle Fälle gab es heute den nächsten Tiefschlag für Rapid. Die Hütteldorfer verlieren also das Heimspiel gegen den Lask mit 0:1. Und das bedeutet auf der anderen Seite, dass die Linzer erstmals seit dem Wiederaufstieg in die Bundesliga ein Auswärtsspiel bei Rapid gewinnen konnten. Otto Rosenauer mit dem Spielfilm. 17.600 Besucher kommen zum Schlager der Runde ins Allianzstadion. Rapid-Trainer Dietmar Kübauer lässt erstmals in dieser Saison Schobesberger beginnen. Dazu sind noch Sonnleitner und Allerneu in der Startformation. Knasmüllner, der ist bei der Geburt seiner Tochter dabei und fehlt somit. Ja, die Hütteldorfer beginnen in einem 4-2-3-1-System von rechts nach links, haben gleich einmal viel Ballbesitz. Schöne Kombination. Schwab, dann Schobesberger. Er sucht in der Mitte Aller. Wiesing erklärt noch. 3 Minuten später, Eckball für den Lask. Michael führt aus und dann kommt Holland angerauscht. Aber der bringt den Ball dann aus guter Position nicht mehr aufs Tor, weil Pavlovic noch mit den Haarspitzen dazwischen ist. Gleich im Anschluss an diese Szene, Rapid im Vorwärtsgang. Bolingoli mit dem Pass in die Tiefe auf Pavlovic. Erste große Möglichkeit für das Heimteam. Torhüter Schlager, der ist noch mit den Fingerspitzen dran. Der Lask verteidigt sehr hoch, guter Pass von Bolingoli. Wiesinger bedrängt Pavlovic, starke Reaktion von Schlager. Die Gastgeber haben weiterhin mehr Spielanteile, sind auch das gefährlichere Team. 24. Minute, Schobesberger, wunderschön, weiter auf Murg, nächste Chance. Wieder exzellente Tat von U21-Nationalteam-Torhüter Alexander Schlager. Ja, bei Rapid im Angriff, da geht immer wieder viel über Schobesberger und Murg. Dann verletzt sich Pavlovic im Adduktorenbereich bei Rapid. Für den Serben geht es nicht mehr weiter. 33. Minute. Ihn ersetzt Veton Berisha. Aller rückt in den Sturm nach vorne. Der Lask ist bei seinen Angriffsbemühungen oft zu ungenau. Oft fehlt die letzte Genauigkeit. 44. Minute. Eckball für die Oberösterreicher. Am 16er lauert Michael. Der hält voll drauf. Ramsebner verpasst nur knapp. Ein möglicher Treffer. Der hätte auch gezählt. Wir sehen es hier, der Verteidiger steht auf gleicher Höhe mit Ljubicic. Ja, 0:0 steht es zur Pause, nach Wiederbeginn ersetzt Baraj Dibon, also nächster Wechsel bei Rapid, Dibon mit einer Muskelverletzung. 49. Minute bei unnatürlichem Nebel, der Lask über Frieser, Geuginger, Strebinger mit der nächsten guten Tat. Beim Pass von Frieser, Geuginger knapp vorne, gut, Treffer war es dann ohnehin keiner. Aber die Linzer kommen gut aus der Kabine, wirken viel entschlossener. João Victor wird vom Potsmann gelegt, Vorteil für den Lask. Frieser mit der perfekten Übersicht, James Holland, 54. Minute, 1:0 für die Linzer. In der Entstehung das Foulspiel von Potsmann außerhalb. Frieser kommt anschließend schnell an die Kugel. Das löst er dann grandios. Holland mit dem überlegten Abschluss. Der Ball springt auch noch einmal ganz kurz vor Torhüter Strebinger unangenehm auf. Frieser mit der überragenden Torvorlage. Und die Oberösterreicher, die versuchen jetzt gleich nachzulegen. 6 Minuten später, es gibt die Riesenmöglichkeit auf das 2:0. Ranzl auf Jean Victor. Den kann er, na gut, den muss er vielleicht machen. Top-Chance für die Linzer auf die Vorentscheidung, aber der Brasilianer lässt diese liegen. Von Rapid kommt in dieser Phase offensiv gar nichts. 67. Minute.
Wieder dieser Joao Victor, nicht ganz optimaler. Winkel und Strebinger erfüllt die Pflicht. Nur wenig später, dann auch wieder ein Lebenszeichen von den Hütteldorfern, was Torgefahr betrifft. Na, irgendwie auch per Zufallsprodukt, die Kugel kommt zu Potzmann und sein Schuss, der geht dann nur knapp drüber. Nur wenig später wieder Rapid über den eingewechselten Berisha. Alla, tolle Position und dann das Luftloch. Es ist ganz einfach nicht der Tag von Danny Alla an und für sich mit der tollen Torgelegenheit. Es geht rauf und runter, es gibt Chancen im Minutentakt. Die Linzer immer wieder über João Victor. Der Brasilianer zieht ab und dann wieder nichts. Einiges los im Allianzstadion. 72. Minute, wieder die Linzer. Thomas Geuginger, seine Reingabe wird noch abgefälscht. Wiesinger verpasst nur knapp. Also wirklich ereignisreiche Begegnung. Wieder nur 2 Minuten später. Wir sind schon wieder auf der Gegenseite. Flanke, Schwab, Kopfball, Danny Alla. Endstation bei Schlager. Alla bekommt da nicht mehr genügend Wucht hinter diesen Ball. Und die Gäste wieder nur wenig später mit der Topmöglichkeit. Ullmann auf den Eingewechselten. João Victor was. Also dies zuvor und dann die Gäste. Jetzt aber Ullmann auf Samuel Tete. Topmöglichkeit. Strebinger ganz stark gemacht vom Schlussmann der Hütteldorfer. Rapid nimmt natürlich viel Risiko. Und die Hütteldorfer kommen auch noch zu Chancen. Wir sind bereits in der 85. Minute. Gute Übersicht. Schwab, Berisha, ideal auf Murg. Der nimmt volles Risiko und dann deutlich drüber. Keine Abseitsposition. Murg trifft nicht ins Tor. Und somit gewinnt der LASK dann am Ende mit 1:0 bei Rapid. Es ist die erste Heimniederlage für die Wiener unter Trainer Dietmar Kübauer. Ja, wie gut hat das der LASK James Holland heute gemacht? Vielleicht sogar wie überragend hat es der LASK gemacht? Ja, wir haben das super gemacht. Für uns es war wichtig, dass wir den Zweikampf gewinnen. Wir gehen in das Spiel aggressiv und das haben wir super gemacht. Und ja, wir haben die 3 Punkte mitgenommen. Sind Sie jetzt ein richtiger Striker geworden? Nein, natürlich ist es schön, ein Tor zu machen, aber wenn ich ehrlich bin, ich freue mich mehr für die Mannschaft. Wie viel hätten Sie denn noch machen müssen heute? Da war noch eine Riesenchance dabei. Ja. Ja, darum bin ich kein Striker. Normalerweise muss ich vielleicht einen Hattrick haben, aber ja, einmal genug und ich freue mich für die Mannschaft. Der Trainer hat gelitten. Trotzdem, wie viele Tore möchten Sie machen in der Saison? Sie werden Ziele haben. Ich? Ja. Ich freue mich, wenn ich ein Tor mache, wenn ich ehrlich bin. Ich mache meine Arbeit für die Mannschaft und wenn ich ein Tor mache, ist es schön. Aber ein Ziel habe ich nicht. Auf welcher Welle ist der LASK jetzt wieder? Welle? Was ist Welle? The Wave. In welchem Flow? Ja, wir sind sicher gut drauf, aber es ist kein Zufall. Weil wir machen unsere Arbeit jede Woche im Training und jeder gibt Gas. Und wir haben einen super Teamgeist, eine super Mannschaft. Und ja, we ride this wave und es ist sicher kein Zufall. Dankeschön. Bitte. Danke. Ja, James Holland, der wird auf seine alten Tage noch zu einem echten Goalgetter in der Tippico Bundesliga. Jetzt hat er schon 2 Bundesliga-Tore auf seinem Konto. Hans, der LASK war zweite Spielhälfte ganz klar besser, aber wie ist der eklatante Rückfall auf Rapid-Seite zu erklären? Ich kann ihm nicht erklären, weil es ist ganz einfach, vielleicht so wie der Strebinger gesagt hat, wenn sie ein Tor bekommen, dann bricht ein bisschen alles auseinander, dann wird die Ordnung verloren, weil es ist unglaublich, wie die LASK, zu wie viel Torchancen der LASK gekommen ist. Wenn man jetzt das Revue passieren lässt, selbst Rapid hat noch 2 Chancen gehabt und trotz der 2 Chancen hat mit LASK mindestens 400, 500 gehabt zum Einschießen. Also da geht irgendwo die Ordnung da verloren und da wird auf alles vergessen und da ist plötzlich ein Open House. Das ist unglaublich. Alfred, wir wollen uns 2 Szenen anschauen. Eine aus der ersten Spielhälfte, die einmal zeigt, wie der LASK sein typisches Spiel aufgesetzt hat. Genau. Die Spielidee vom LASK war, den Rapid-Aufbau sehr früh zu stören, schon von eben ganz vorne eine Art Stürmerpressing zu veranstalten und dann die
Ballgewinne, die sich notgedrungen ergeben, weil Rapid nur mehr unkontrolliert nach vorne agieren kann, schnell nutzen für eigene Angriffe. Und das geschieht auch sehr präzise in diesem Fall, aber in den meisten Fällen war es unpräzise. Ich habe dann in der Halbzeit gemeint, es muss besser werden, der positionelle Angriff, und das geschieht genau hier. Bei einem Einwurf sind alle diese Spieler qua ihrer Position beteiligt an diesem Angriff. Also die drei Stürmer, dann die zwei zentralen Mittelfeldspieler. Das heißt, das war alles wirklich jetzt dann in der zweiten Hälfte auch in dieser Hinsicht besser. Der Lasker hat auch sehenswert kombiniert. Und das meine ich ja. Das war also dann wirklich präzise, das war schnell gespielt, das war in die Tiefe gespielt, das war auf den Endzweck gespielt. Und man hat sich aufgrund diesen Umstandes sehr viele Torchancen erarbeitet. Und bitter für den Last, dass das nur eins geworden ist, aber die drei Punkte werden auch nicht mehr, wenn man 3-0 gewinnt. Ja, der LASK hat auf alle Fälle hochverdient gewonnen heute im Allianzstadion gegen Rapid. Und die beiden Trainer jetzt live nach dem Spiel bei Jörg Kühne. Ja, wenn richtungsweisende Wochen so beginnen wie heute, Didi Kübauer, wie ist dann das Befinden des Rapid-Trainers? Naja, dass ich jetzt zum Tanzen anfange oder dass ich super Lidl singen kann, das ist klar, so kann es nicht sein. Also es ist einfach so, dass wir heute einen Sieg wollten. War erst für mich ein ausgeglichenes Spiel, wo wir haben genau gewusst, was LASK machen wird. Den Plan ziehen sie durch. Bei meinem ersten Tor war es dann so, dass dann eigentlich das Spiel dann auf die Seiten des LASK gekippt ist und sie haben dann auch verdient gewonnen. Ein Gegentor und die Ordnung geht flöten. Ist das wirklich so einfach? Nein, die Ordnung, mit Ordnung hat das nichts zu tun. Ich glaube, dass LASK eigentlich da dann mehr Räume kriegt. Also das ist so, sie spielen noch vor, dann eher, wir spielen in der Defensive, das was sie wirklich sehr gut machen. Aber sie kriegen dann natürlich ganz gleich, ob das jetzt Rapid oder andere Mannschaft ist, sie kriegen mehr Räume, die nutzen sie dann und machen es gut. Der erste Sieg in der Karriere des Oliver Glasner hier in Hütteldorf. Wie schaut denn Ihr Fazit aus? Ja, super, super Abend, Top-Leistung von den Spielern. Also, erste Halbzeit war noch relativ ausgeglichen und zweite Halbzeit, aber dann haben wir das fantastisch gemacht. Wir haben Rapid immer wieder zu Fehlern gezwungen und wie wir dann nach vorne gespielt haben, was die heute für Meter gemacht haben, unsere Offensivspieler, das ist war unglaublich schön mit anzuschauen. Ich habe mich jetzt auch nochmal bei den Spielern bedankt. Ich habe 44 Jahre und 3 Monate darauf warten müssen, endlich hier zuerst im Hanapi-Stadion, jetzt in der Allianz Arena bei Rapid zu gewinnen. Das wird sicherlich einmal rot eingerahmt in meinem Kalender. Oliver Glasner spricht von fantastisch. Wie clever hat es denn der LASK gemacht, Didi Kübauer? Obwohl man, wie Sie schon angerissen haben, extra auf den LASK hintrainiert hat. Wir sehen nichts daran, dass man hintrainiert. Es ist einfach so, sie spielen sehr aggressiv, sie spielen im Prinzip ihr Spiel. Also geben da kaum Zeit, dass du das Spiel aufbaust. Und wenn sie dann natürlich die Reime nach vorne kriegen, können sie es auch nutzen. Aber das ist ja ein Spiel, das machen sie sehr gut. Ich meine, wir haben da in Wahrheit erst das noch einigermaßen lösen können, wo der Schobi noch für mich mehr im Spiel war. Und danach war es so, dass wir einfach offensiv das nicht gebracht haben, weil die LASK immer Erster war. Und das ist, glaube ich, auch im Fußball sehr, sehr wichtig. Sie waren immer früh an den Bällen, haben im Prinzip dann natürlich mit dem Tor haben sie dann auch die Räume bekommen und haben das dann gut ausgespielt. Ich kann es nur mal sagen, ein verdienter Sieger. Aber ich glaube, gegen LASK tut sich jeder sparen, weil sie eben dieses Spiel so anlegen. Wie viele Tore macht James Holland so im Training im Schnitt? Auf diese Art und Weise macht er es immer wieder. Ich glaube auch das war das 1-0 zu Hause gegen Rapid von Christian Rams eben sehr, sehr ähnlich, wo wir über links durchkommen und dann das sehr, sehr schnell wegspielen von da, wo der Druck ist und Christian Rams eben nicht dann aus 30 Metern Abzug hat. Beim James war das gleiche Tor schon gegen Lilleström. Also ich denke, dass das einfach unsere Verhaltensweisen sind. Aber die Entstehung von einem Einwurf mit einem Kontakt, glaube ich, dreimal gespielt und dann halt wissen wir, dass wir gut sind, dass wir, wenn der Ball am Boden ist, sehr, sehr viel Tempo in unseren Reihen haben und dann natürlich der James, das ist, trainieren wir jede Woche eigentlich, diese Distanzschüsse. Mit Frieser dann auch mit sehr viel Übersicht. Didi Kübauer, welche Ansätze hat Ihnen der Schobi liefern können? Für mich absolut erfreulich, weil ich sage, er war der Spieler, der was LASK sehr wohl vor Problemen nicht stehen können. Erst ist er das eine Mal durchgekommen und man muss mit ihm jetzt nicht einmal Geduld sollte man haben, aber man hat heute auch gesehen schon wieder, wie wertvoll der Schobi ist und wie er werden kann in den nächsten Spielen. Sind die Geschichten um Pavlovic und Tibon schlimm? Was wissen Sie schon? Ich denke, dass der Pavke hat anscheinend eine Zerrung und beim Tibi hat der Muskel komplett zugemacht und wird sie aber wahrscheinlich bis Donnerstag nicht ausgehen. Also die zwei können wir abschreiben.
Dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch, Didi Küber und Oliver Glasner. Gratulation noch einmal auf diesem Wege. Thomas und die Runde, ihr setzt dann. Ja, besten Dank. Also, Oliver Glasner musste lange warten auf einen Sieg bei Rapid, aber es hat funktioniert. Der LASK gewann erstmals seit 27. Mai 2000 wieder ein Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Rapid. Und für Oliver Glasner war es überhaupt der Premierensieg. Der hat als Spieler mit Ried, als Trainer mit Ried und dem LASK noch nie im 14. Wiener Gemeindebezirk gewonnen. Reden wir über den LASK und über die Art und Weise, wie der LASK Fußball gespielt hat. Ist schon phänomenal, oder? Dass der LASK immer wieder das durchzieht, was Trainer Oliver Glasner von seinem Team sehen will. Das ist absolut richtig. Und es ist auch so, dass der LASK sicherlich im Moment die zweitbeste Mannschaft ist, abgesehen von Salzburg, die alles überstrahlt, spielt. Versucht LASK ähnlich zu spielen wie Salzburg. Das hängt sicher mit dem Trainer, mit Glasner, zusammen. Und der hat sehr viel Zeit gehabt, das zu entwickeln. Er ist einige Jahre schon Trainer beim LASK und die spielen das jetzt, muss man wirklich sagen, als Kompliment, Respekt. Der LASK ist sicherlich im Moment nach Salzburg die zweitbeste österreichische Mannschaft. Ja, wir haben vor dem Spiel über einen Vergleich zwischen der Situation, als Damir Kanadi Rapid-Trainer wurde vor 2 Jahren und der jetzigen Situation beim Rekordmeister gesprochen. Und wir ziehen jetzt nach dem Spiel den Vergleich und sehen nach 6 Bundesligaspielen 2 Siege, 1 Remis, 3 Niederlagen. Also Kübauer mit einer fast identen Bilanz wie Kanadi damals. Hat auch dieser Trainerwechsel von Djuricin auf Kübauer Rapid eigentlich nichts gebracht? Ja, der unmittelbare Erfolg ist noch nicht da. Also man kann schon sagen, dass man sich ja nach oben orientieren wollte und unter die ersten 6 sich hin bewegen wollte. Und davon ist momentan noch wenig zu sehen. Also es ist irgendwie ein Spiegelbild, kann man schon sagen. Kanadi wurde allerdings dann im Frühjahr, wie wir wissen, entlassen. Das wird bei Didi Küber nicht der Fall sein. Ja. Hans, du hast vorhin die LASK-Mannschaft charakterisiert und die Spielweise des LASK. Ist die Qualität, die in diesem LASK-Kader steht, höher als jene von Rapid? Im Moment absolut. Im Moment absolut. Wenn auch von den Grundvoraussetzungen her? Glaube ich nicht. Ich glaube von den Grundvoraussetzungen nicht. Auch von der wirklichen Qualität oder von dem Können der Spieler glaube ich auch nicht, dass der LASK bessere Spieler hat, gesamt gesehen, wie Rapid. Momentan spielen sie ein anderes System, spielen ein besseres System und sind auf jeden Fall besonders zweite Hälfte viel spritziger und viel athletischer gewesen wie die Rapid-Spieler. Also ich möchte jetzt mich einmengen. Ein Ding, das quiekt wie eine Ente, gelb ist wie eine Ente, einen Schnabel hat wie eine Ente, ist eine Ente. Wenn der LASK, wenn der LASK 29 Punkte hat ja. Und Rapid 16, wäre es dann besser. Ja, das habe ich gerade gesagt. Nein, das hast du nicht gesagt. Im Moment habe ich gesagt, ist der LASK absolut besser. Ich finde, es gibt nur Momente, es gibt ja nicht Ewigkeit. Ich finde, dass in der Qualität, wenn man jetzt von der jetzigen Situation das absieht, wenn man die Spieler gegenüberstellt, würde ich sagen, dass Rapid nicht schlechter abschneidet wie der LASK. Im Moment, hast du recht, ist ein riesiger Unterschied. Punktemäßig, spielerisch, konditionell. Also du meinst vom Potenzial her? Vom Potenzial her, okay. Bitte. Aber wir wollen ja nicht Potenzial sagen. Nicht? Ja, aber, ja, das wollen wir nicht sagen, aber das ist nicht richtig, weil der Vergleich macht erst sicher. Und ein Vergleich geschieht in Meisterschaften. Sollen wir warten auf die neue Saison, um zu zeigen, dass Rapid... Können wir nicht. Eben. Wir sind im Hier und Jetzt und hier und jetzt sind die Spieler vom LASK besser als die Spieler von Rapid. Ende der Durchsage. Im Moment absolut. Absolut, habe ich gesagt. Okay. Wie eng führt es für Rapid, unter die Top 6 zu kommen? 5 Punkte Rückstand im Moment auf Hartmann. Es wird nicht leichter, klarerweise. Und jetzt sind noch 3 Spiele im Herbst. Jetzt muss man wirklich versuchen, diese 3 Spiele zu gewinnen. Das sagt sich so einfach, ja, weil man fährt jetzt nach Innsbruck, hat dazwischen noch dieses Spiel in Moskau, dann kommt noch das Spiel gegen die Rangers und das noch das Wiener Derby. Also eine Summe von Spielen, die also wirklich dann an die Substanz gehen. Vor allem dann, wenn man eben keine Erfolge hat, wenn dieser Rucksack mit Niederlagen auf einem lastet. Also ich wirklich, Didi Kübauer muss hier eine Herkulesarbeit stemmen. Hinter uns ist im Allianzstadion gerade das Licht ausgegangen. Kein sinnbildlich
sollte das irgendwie nicht